Ah, perfekt, super. Das hat gut geklappt. Ja, das ist doch schon mal super. Hi. Spitze. Ja, hallo ihr Lieben, alle zusammen, die jetzt sich hier im Livestream finden. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, wir haben jetzt gerade noch, deswegen sorry für die 5 Minuten Verspätung, wir haben spontan noch versucht, Facebook zu integrieren, aber das hat leider nicht geklappt. Naja, aber deswegen sind wir jetzt eben mit euch hier bei Instagram und ja, Anna, schön, dass du auch am Start bist, natürlich. Da freue ich mich auf unser Gespräch und unsere Ja. Lesung. Ja, ich freue mich auch schon sehr. Also auch herzlich willkommen an alle, die jetzt gerade zugucken. Und wir können ja noch eine Minute oder so warten, bevor wir richtig loslegen, damit noch ein paar mehr online kommen können. Und ja, ich bin auch schon ganz gespannt, also wie das Live-Gespräch heute läuft. Ja, stell dich doch mal kurz vielleicht vor, einfach für die ich jetzt noch nicht kenne. Also wir haben ja jetzt fleißig Werbung gemacht auf jeden Fall für den heutigen Tag, weil eben heute Release ist von 1000 Farben der Liebe, unserem Hörbuch, also das Buch, das Hanna geschrieben hat und was zum Glück ja jetzt eben auch als Hörbuch den Weg quasi an die Zuhörer findet. Ganz genau. Also ja, dementsprechend kann man sich das schon denken. Ich bin Autorin und mache das tatsächlich in Vollzeit seit 2017. Ich habe vorher, also ursprünglich so als Kind war das schon immer mein Traum, Autorin zu werden. Aber wie man sich ja vielleicht denken kann, haben ja alle gesagt, ja, lern erstmal was Vernünftiges. Weil das denen auch ja eigentlich so unwahrscheinlich vorkam, als wenn ich jetzt gesagt hätte, ich will irgendwie Model oder Popstar oder sowas werden. Und deswegen habe ich halt damals dann erstmal Pädagogik studiert und während des Studiums aber dann mit dem Schreiben auch wirklich schon angefangen und habe tatsächlich meine ersten Bücher zum Großteil im Zug auf dem Weg zur Uni geschrieben. Und ja, das war sogar so extrem, dass ich mich so daran gewöhnt hatte, dass ich nicht mehr ohne den Zug schreiben konnte. Und als mein Studium dann vorbei war, dann bin ich teilweise wirklich immer noch mit dem Zug gefahren, nur um zu schreiben. Das ist ja cool. Ja, das hat ja schon fast so, wenn man sich das Bild nicht vorstellt, schon was wirklich von der Filmszene, ne? Wenn man immer so die Ja. Inspiration tut, tut so, und dann geht's los. Ja, cool. Genau, ich saß da auch mit meinem kleinen, also ich hatte so einen ganz kleinen Laptop, den hatte ich immer auf dem Schoß und dann halt irgendwie Kopfhörer, damit ich so ein bisschen Musik dabei hören konnte. Dann konnte ich auch die Leute eigentlich alle super ausblenden. Nur was natürlich blöd war, wenn es zu voll war im Zug. Also wenn ich keinen Sitzplatz hatte, konnte ich logischerweise auch nicht schreiben. Also, aber das ist auch echt selten vorgekommen. Also der Zug war meistens so leer, dass ich eigentlich fast immer einen Sitzplatz hatte. Und ja, nach dem Studium, eine Weile habe ich dann auch im pädagogischen Bereich gearbeitet, bis ich dann halt ja, mit einem meiner ersten, also mein erstes Barfußbuch, also ich habe die Barfußreihe damals geschrieben, angefangen. Und da, das lief dann halt tatsächlich so gut, dass ich dann nach ein paar Jahren sagen konnte, so, jetzt konzentriere ich mich halt voll und ganz aufs Schreiben und seitdem mache ich das halt Vollzeit. Ja, und da hatten wir auch schon das Vergnügen bei Barfuß auf Wolken. Das war unsere erste Genau. Zusammenarbeit, das Buch, das du geschrieben hast und wo ich dann eben auch ja, das Hörbuch mit einer Kollegin zusammen, ich glaube, das war ja noch, es waren ja mehrere, sogar mehrere Perspektiven als nur zwei. Genau, das waren zwei Männer und eine Frau, ja. Genau so war das. Und das war ja ein tolles Buch, das mich sehr beeindruckt hat. Und deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, als Hanna mich dann halt auch ins Gespräch gebracht hat jetzt für das neue Hörbuch. Und ja, umso schöner, dass wir jetzt erneut das Vergnügen haben Ja. zusammen. Ja, ich dachte auch, vielleicht machen wir es auch einmal andersrum für meine Zuhörer sozusagen, die von meiner Seite kommen, dass du auch einmal erzählst, wer du bist und was du sonst so machst. Ja, gerne. Ja, hallo zusammen. Ich bin der Patrick Mölleken. Ich ja, bin Schauspieler und Sprecher, brenne schon immer für Film. Also ich habe das erste Mal mit 5 Jahren auf der Bühne gestanden und Bühnenluft geschnuppert und mit 11 Jahren dann meinen allerersten Drehtag gehabt, damals für Cobra 11. Also ich wusste immer schon, wo die Reise für mich hingehen soll und habe während meiner ja, anfänglichen ersten Filmproduktion auch das Glück gehabt, dass ich dann als Sprecher starten durfte, vor allem beim Westdeutschen Rundfunk. Das ist so ein bisschen mein. Ja, da bin ich groß geworden, kann man wirklich sagen. Viele Hörbuchproduktionen, die dort entstanden sind, beziehungsweise Hörspielproduktionen. Genau, und dann durfte ich da für eine Produktion 2010 einen Hörbuchpreis bekommen. Das war ein ganz großer Moment, auf jeden Fall. Ja, und deswegen bin ich einfach sehr dankbar, dass ich diese beiden ja, Schienen auch einfach fahren kann. Also, dass ich auf der einen Seite natürlich primär eben für Filmprojekte arbeite. Das ist natürlich auch das, wofür mein Herz einfach absolut brennt. Aber eben auf der anderen Seite, dass man immer wieder sich neuen Herausforderungen stellen kann, eben auch mit ja, ob Hörbuchproduktion, Hörspiele, ob das mal synchron ist oder Werbung mache ich auch viel als Sprecher. Vielleicht kennt da auch der ein oder andere meine Stimme her. Ja, genau. Deswegen, ja, also ich freue mich echt total. Ich finde es auch super, dass wir das jetzt hier machen. Das ist ja auch irgendwie sowas,
ich mache das ganz, ganz selten, eigentlich so gut wie nie, eigentlich solche Live-Streamings. Von daher finde ich das cool, dass wir da jetzt so den Draht gefunden haben, das zu machen. Ja, finde ich auch toll. Also das habe ich habe auch schon einige Hörbücher auch von Audible und das ist auch das erste Mal, dass ein Sprecher so engagiert war und von sich aus gesagt hat, wollen wir nicht was machen zusammen und um das eben zu pushen, das Ganze und da noch mehr Aufmerksamkeit im Prinzip zu bekommen, weil das auch, ja, ich finde, also ich persönlich finde auch, dass es eine ganz besondere Geschichte ist, das 1000 Farben der Liebe und deswegen finde ich es auch schön, wenn das halt möglichst viele Leute dann nochmal lesen oder in dem Fall halt dann hören. Und Absolut. Ja. ich zeige es mal auch einmal. Also ich habe hier, habe ich das Taschenbuch auch einmal dabei. Das ist das 1000 Farben der Liebe. Es gibt es als Taschenbuch, als Hardcover und jetzt eben ja, als E-Book sowieso, klar. Und Als Hörbuch. als Hörbuch, genau. darum geht es ja heute. High Resolution. Ja, Genau. eben ab heute auch erhältlich und exklusiv bei Audible downloadbar. Und ja, wir sind natürlich gespannt, wie es euch gefällt und wenn ihr dann auch da mal reinhört. Ich nutze jetzt aber ganz kurz die Sekunde, sag nur mal liebe Grüße an alle, die hier so fleißig und herzlich in die Kommentare schreiben. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Von meinem ja, lieben, ich sage mal, großen Bruder Ralf Kretschmer, der gerade in Südafrika ist, bis über ja, viele Freunde und Follower, die hier unterwegs sind. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, ich habe auch gerade schon ein paar bekannte Gesichter gesehen. Also finde ich auch schön, dass ihr euch die Zeit heute genommen habt und genau uns halt gerne zuhören wollt. Und wir wollen euch natürlich auch ein bisschen was bieten. Deswegen haben wir uns auch überlegt, dass wir, also Patrick ist bereit, auf jeden Fall eine Szene vorzulesen, also vielleicht sogar mehrere, mal gucken. Und deswegen hatte ich gedacht, dass wir wirklich vielleicht, weil der Inhalt von 1000 Farben der Liebe erklärt sich eigentlich, finde ich, durch diese zwei Kapitel ganz gut. Also, dass du da halt das eine Kapitel vorliest und wir das andere dann halt tatsächlich abwechselnd vorlesen. Und ich glaube, wie gesagt, da braucht man gar nicht so viel zum Inhalt sagen, sondern das merkt man dann ganz gut an dem, was darin halt in dem Kapitel vorkommt, finde ich. Super. Dann ja, starte ich mal mit Kapitel 8, ne? Genau. Super. Okay. Kapitel 8. Zack. Ich war zu spät. Das war mir klar. Aber ich hatte meine kleine Schwester noch zur Schule bringen müssen, weil meine Stiefmutter einen Arzttermin hatte. Natürlich hätte ich heute auf den Zeichenkurs verzichten können, aber es war mir wichtig, besser zu werden. Daher hatte ich die Peinlichkeit in Kauf genommen, zu spät zu kommen und dadurch von allen angestarrt zu werden. Doch anstatt mich missbilligend anzusehen, brachen alle Leute in schallendes Gelächter aus, als ich eintrat. Ach, na super, das war ja ein toller Start in diesen Kurs. Na, sieh mal einer an, sagte der Professor. Wie heißen Sie, junger Mann? Isaac Costa, Professor. Professor reicht vollkommen, erklärte der ältere Mann, der mich gleich an den Psychiater aus Good Will Hunting erinnerte, der von Robin Williams gespielt worden war. Isaac, du hast wirklich Glück, dass heute der erste Tag ist und du noch nicht wissen konntest, welche Strafe einem droht, wenn man zu spät kommt. Heute lasse ich dir das nochmal durchgehen. Aber falls du erneut zu spät kommen solltest, dann musst du uns leider in ein paar Wochen als Aktmodell zur Verfügung stehen. Ich schnaubte. Mal als ob. Ja, geht klar, sagte ich trotzdem und nickte dem Professor zu. Dann suchte ich mir einen freien Platz und packte meine Zeichenutensilien aus. Ich hatte mir extra ein paar neue Bleistifte, Kohlestifte und einen Block besorgt. Genau wie der Kurs es vorgab. Doch während ich versuchte, mich auf das zu konzentrieren, was der Professor sagte, wurde ich das Gefühl nicht los, beobachtet zu werden. Ich sah mich um und mein Blick fiel schnell auf das Mädchen, das heute ein so gelbes Sommerkleid trug, dass es mich fast schon blendete. Eindeutig. Das war Maltes Schwester. Wie war ihr Name gewesen? Nele oder so ähnlich? Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Oh Mann. Malte hatte mich zwar gewarnt, dass sie auch hier studierte, aber das hatte ich schon wieder verdrängt. Als ich zu ihr hinüberschaute, sah sie mich an, als wäre ich der Teufel höchstpersönlich und als würde sie am liebsten sofort Reißaus nehmen. Was hatte dieses Mädchen für ein Problem?
Passt ihr meine Nase nicht? Oder waren es wirklich meine Tattoos, die sie so abstoßend fand? Ich erwiderte ihren Blick mit finsterer Miene, bis sie noch verschreckter wirkte und wegsah. Ihre Nachbarin flüsterte ihr etwas zu, und ich konnte mich wieder auf die Ausführungen des Professors konzentrieren. Es war interessant zu erfahren, wie man am besten an das Zeichnen heranging. Bisher hatte ich das immer aus dem Gefühl heraus gemacht, aber es gab verschiedene Techniken, beispielsweise die Proportionen von Menschen mit Hilfe von Ovalen vorzuskizzieren, bevor man ins Detail ging. Nach einer halben Stunde verteilte der Professor schließlich Eicheln auf unseren Tischen und forderte uns dazu auf, sie abzuzeichnen. Achtet beim Zeichnen bitte besonders auf die Schatten, sagte der kauzige Mann. Schatten geben einem Bild Struktur und verleihen ihm Tiefe. Ein Bild ohne Schatten ist unfertig. Zumindest, wenn es keine abstrakte Kunst darstellen soll. Realistisch zeichnen geht nur mit Schatten. Das werdet ihr schon noch sehen. Er legte drei Eicheln vor mir ab und ich positionierte sie so, dass sie meiner Ansicht nach gut aussahen. Dann begann ich zu zeichnen. Es war sehr still in dem Saal, weil jeder mit seiner Arbeit beschäftigt war. Doch nach einer Weile fühlte ich erneut den Blick von Maltes Schwester auf mir. Es war wie ein Kribbeln in meinem Nacken, das mich davon abhielt, mich zu konzentrieren. Als ich aufsah, senkte sie schnell den Blick. Aber ich war mir trotzdem sicher, dass sie mich wieder angestarrt hatte. Also gut, so konnte das nicht weitergehen. Wenn sie ein Problem mit mir hatte, dann würde sie es mir sagen müssen. Doch so konnte ich mich nicht mehr konzentrieren. Ich würde noch verrückt werden, wenn sie mich von nun an in jeder Zeichenstunde so ansah. Gleich nach dem Kursende würde ich das mit ihr klären. So schlimm konnte das, was sie in mir sah, immerhin gar nicht sein. Das war das Kapitel 8. Gut, machen wir direkt mit dem Dialog weiter? Ja, sehr gerne. Warte, das habe ich ausgedruckt. Okay. Intermediale Disziplin. Jetzt auf dem Good Old Paper. Okay, das ist jetzt also quasi der Dialog, der jetzt direkt an dieses Kapitel anschließt. Genau. Und Zack startet. Wir müssen reden. Worüber denn? Na, darüber, dass du mich die ganze Zeit angestarrt hast. Das stimmt doch gar nicht. Ja, ach nicht, ja. Jedes Mal, wenn ich mich nach dir umgesehen habe, hast du mich angeschaut. Ich finde, das klingt eher so, als hättest du ständig mich angesehen. Hör mal, Nele. Nell. Wie bitte? Mein Name ist Nell, nicht Nele. Ja, okay, wie auch immer. Wir sind jetzt im selben Zeichenkurs. Damit müssen wir leben. Denn ich werde bestimmt nicht deinetwegen das Weite suchen. Aber so kann das echt nicht weitergehen. Malte hat mir schon gesagt, dass du komisch bist. Aber das hier ist nicht normal. Also, was hast du für ein Problem mit mir? Gar keins. Na gut, stimmt. Ich habe ein Problem mit dir. Aber das geht eigentlich gar nicht gegen dich persönlich, glaube ich zumindest. Wie auch? Du kennst mich doch gar nicht. Also, was ist es dann? Die Tattoos? Nein, es ist deine Farbe. Bitte was? Etwa was gegen meine Hautfarbe? Nein, so meine ich das doch überhaupt nicht. Ja, wie denn dann, bitteschön? Das ist kompliziert. Ich habe Synästhesie. Was? Synästhesie, das ist eine Verkopplung von verschiedenen Sinneswahrnehmungen, die eigentlich getrennt sein sollten, so wie Schmecken und Sehen oder Hören und Riechen. Was? Naja, ich kann Töne sehen. Das ist im Übrigen auch die häufigste Form von Synästhesie. Es bedeutet, dass ich Farben vor meinem inneren Auge sehe, wenn ich Musik höre. Also du verarschst mich doch, oder? Du kannst Farben hören? Also sowas gibt es doch nur in irgendwelchen Fantasy-Filmen. Nein, sowas gibt's in echt. Du kannst es ja mal googeln. Moment. Das mache ich. Aha. Okay. Ja, gut. Komisch, aber das gibt's wirklich. Hier steht, solche Leute wie du können Farben schmecken. Ich kann das nicht, aber mein Bruder kann das. Was jetzt? Malte?
Nein, natürlich nicht. Ich meine meinen anderen Bruder Leon. Also ist Malte nicht. Nein, nein, nein. Malte hat keine Synästhesie. Es kommt zwar in Familien öfter vor, aber nicht jeder hat das. Also meine Mutter könnte es gehabt haben, aber sie ist leider schon lange tot. Okay. Hier steht nichts davon, dass man Personen in Farben sieht. Das kann auch nicht jeder Synästhetiker. Es ist, um genau zu sein, sogar ziemlich selten. Aber ich kann Personen, die ich kenne, ganz deutliche Farben zuordnen. Bei Leuten, die ich gerade erst getroffen habe, ist die Farbe häufig blass und ich kann sich mit der Zeit sogar noch ändern. Aber bei dir war es sehr deutlich. Was war deutlich? Dass du meine Farbe nicht magst? Um genau zu sein, ja, deine Aura ist komplett schwarz für mich und das macht mir Angst. Also, du meinst das ernst, ja? Das ist wirklich das, was du siehst, wenn du mich anschaust. Ja. Ja, und was ist daran so schlimm? Also, ich mag schwarz. Ja, es gibt leider da jemanden, der hat etwas sehr Schlimmes getan. Und der hatte genau dieselbe Aura wie du. Also gut, ich habe also eine schwarze Aura. Ja, irgendwie wundert mich das nicht bei all der Scheiße, die in meinem Leben schiefgegangen ist. Aber ich kann dir versichern, ich werde dir nichts tun. Klar? Du interessierst mich überhaupt nicht. Ich werde in Zukunft weder mit dir reden noch dich länger als notwendig ansehen. Zumindest nicht, wenn du aufhörst, mich ständig so blöd anzugucken. Ich bin weder ein Serienmörder noch ein Vergewaltiger. Ich habe meine Fehler, aber die hat verdammt noch mal jeder, klar? Also, was meinst du? Kriegst du es hin, dass du dich in der nächsten Sitzung ein bisschen zusammenreißt? Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Wirst du denn nicht in den anderen an den anderen Kunstkursen teilnehmen? Nein, ich mache nur diesen Zeichenkurs. Der Rest interessiert mich nicht. Okay, ich werde mir Mühe geben, dich beim nächsten Mal nicht wieder so anzustarren. Gut, dann wäre das ja geklärt. Also, mach's gut, Nele. Nell. Ja, wie auch immer. Also, wir sehen uns. Ja, ist ja immer nicht so, als wenn ich die Wahl hätte. Okay, das war's. Ja, ich habe gerade schon gesehen nebenbei, dass wir viel gutes Feedback bekommen haben. Einer fragt, wann wir auf Lesereise gehen. Das wäre doch mal was. Cool, sowas finde ich auf jeden Fall ja, eine Spitzenidee. Auf jeden Fall dabei, ja. Nee, hat auch viel Spaß gemacht. Also. Ich war etwas nervös, aber. Ja, das ist, ich finde das auch, also ich muss auch sagen, obwohl man das ja dann doch immer gewöhnt ist, aber ich finde das auch immer wieder eine neue, ach jetzt gerade sowas hier ohne Publikum, sage ich mal, also physischem Publikum, aber jetzt eben so Ja. virtuell, dass die Leute zuhören, wo man die nicht sehen kann, das ist auch irgendwie ein ganz abstruser Gedanke eigentlich, weil am liebsten hätte man euch alle jetzt natürlich direkt neben sich. Und Klar. das ist ja das Schönste, dass man eigentlich immer so den Kontakt zum Publikum hat. Aber ich finde, das ist jetzt für ja, die aktuelle Zeit, eben wo man in der Pandemie natürlich auch viele Dinge einfach zurückstellen muss, eine schöne Alternative. Ja, definitiv. Und ich habe auch tatsächlich vorab ein paar Fragen geschickt bekommen und habe mir gedacht, dass ich dir da jetzt mal ein paar von stelle. ja, also es wurde zum Beispiel gefragt, wie du dich auf das Sprechen von so einem Buch vorbereitest. Ja, das ist immer eine sehr spannende und aufwendige Vorbereitung, weil ja, es ist natürlich, ich finde das einfach so eigentlich die schwierigste Disziplin, so ein Hörbuch zu sprechen im Vergleich mit allen anderen Dingen. Also alles hat ja immer so seine Herausforderung, ob man jetzt einen Film dreht eben oder ob man ein Hörspiel macht, aber hier eben dann jetzt zumindest für den einen Part, also es gibt ja jetzt auch noch das Ding ist ja in zwei Perspektiven geschrieben, dieses Buch. Und es gibt ja noch die Kollegin, die Nina, die dann die Nell eben spricht. Aber eben für seinen eigenen Part, den man dann hat, das Ganze durchzuziehen und so diese Herausforderung, dass man auf der einen Seite nicht zu viel machen will, weil man den Zuhörer nicht überfordern will, aber auf der anderen Seite eben ihn die ganze Zeit so bei Laune zu halten, das ist einfach eine Challenge. Das heißt also wichtige Vorbereitung, ja. Wie bereitet man sich darauf vor? Also natürlich so oft wie es geht lesen. Ich versuche mir dann insbesondere auch immer das Ganze so ein bisschen zu unterteilen in emotionale Parts, weil gerade diese in der Ich-Perspektive geschriebenen Parts sind ja auch immer mit Emotionen verbunden. Das heißt, ich muss da natürlich eine emotionale Grundlage für schaffen.
Und dann natürlich auch immer die verschiedenen Charaktere entsprechend herausarbeiten. Wie möchte ich die anlegen? Entsprechend natürlich auch viele Notizen machen und markieren. Also so ein Skript, wenn ich jetzt gerade zum Beispiel, ich habe das jetzt aus meinem, also ich lese immer gerne mit dem iPad, weil dann kann ich auch geräuschlos scrollen. Das hilft dann, um im Fluss zu bleiben. Und da habe ich dann also wirklich alles, das ist alles kunterbunt, weil ich mir dann die Charaktere anstreiche und dann die Emotionen unterstreiche, dann die eigenen Emotionen irgendwie notiere. Also es ist schon immer eine Challenge. Deswegen versuche ich auch eigentlich, ja, wenn ich jetzt ein Hörbuch zusage, dann versuche ich das wirklich 200% irgendwie zu machen. Das heißt, du liest auch einmal das Buch einmal komplett, also auch die Parts dann von der weiblichen Sprecherin. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt Kollegen, ich höre das immer wieder, die machen das so, ich habe jetzt gerade nicht ein Prima Vista, heißt das, glaube ich, nennen die das dann, wenn das quasi ohne, dass man überhaupt das vorher mal gelesen hat. Das finde ich unerklärlich, ehrlich gesagt, weil wie soll das gehen? Ich meine, ich interpretiere ja wie auch in einem Film eine Figur. Ich muss ja irgendwie die Vergangenheit kennen. Ich muss zum Beispiel jetzt bei Zack einfach wissen, was der für, auf Deutsch gesagt, eine beschissene Vergangenheit einfach hat. Also es ist ja wirklich ein schwer gebeutelter junger Mann, genauso wie Nell, die halt einfach schon viel erlebt haben. Und das muss man ja in sich auch irgendwie so ein bisschen reinsaugen, sage ich mal. Ja, absolut. Ja, hier kam gerade auch noch eine Live-Frage. Also ihr könnt gerne zwischendurch Fragen stellen. Wir hoffen, dass wir das alles so mitbekommen. Also es wurde gerade noch gefragt, ob es das Buch auch bei BookBeats und auf CD und MP3 geben wird. Also bei BookBeats definitiv nicht, weil das von Audible selber produziert worden ist. Das heißt, es gibt es nur exklusiv auf Audible. Genau. Und auf CD machen die das, glaube ich, auch nicht, soweit ich weiß, oder? Nicht zwingend. Also wenn es natürlich gut geklickt wird, dann weiß man natürlich nie. Also ihr könnt das natürlich beeinflussen. Ich weiß gar nicht, ob das im Grunde dann auch nochmal im weiteren Verlauf irgendwo wo landet. Aber primär ist natürlich jetzt erstmal Audible, wo es zu finden ist. Und deswegen hoffen wir, dass ihr da auf jeden Fall mal reinschaut. Vielleicht mit einem Probeabo oder so, dass ihr, falls ihr noch nicht bei Audible seid, oder wenn man Prime hat oder so, dann kann man ja sowieso immer reinhören. Also gibt es ja viele Möglichkeiten. Wer übrigens Lust hat und mal hier eine Live-Frage stellen kann, vielleicht kann man sogar dann noch jemanden mal dazu holen. Also da kann man ja so eine Anfrage stellen, dann kriegen wir das ja hier auf jeden Fall auch unter Umständen. Ja, da fragt jemand gerade, ob es Szenen gab, die dir besonders schwer gefallen sind beim Vorlesen. Was hat besonders schwer gefallen? Also einfach, sag ich mal, jetzt schwer gefallen eigentlich nicht, aber einfach, wo ich sage, das sind natürlich besondere Herausforderungen, ist jetzt in dem Fall. Ja, also Zack, das muss man vielleicht dazu sagen, der boxt, ohne dass er es eigentlich möchte, weil er eben, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber eben für seine Familie, insbesondere eben seinen Bruder, Geld verdienen muss. Und es geht halt nicht anders, als jetzt in einem kriminellen Milieu so illegale Boxkämpfe auszutragen. Und das sind natürlich dann sehr dynamische und spannende Teile, ebenso wie die Parts, wo es so ein bisschen romantisch wird, wo man halt einfach sagt, das ist so der... Das ist natürlich so, das sind ganz, ganz wichtige Stellen. Also alles ist wichtig, ne? Aber das sind so besonders besondere Höhepunkte und da habe ich einfach den Anspruch, natürlich das auch wirklich so gut es geht umzusetzen. Ich bin auch nicht immer einfach in der Zusammenarbeit, weil ich nehme es immer sehr, sehr genau. Das heißt, ich habe ganz oft, dass ich sage, nee, ich möchte das nochmal ein bisschen anders machen. Das heißt, ich möchte dann hinterher aus so einer Hörbuchaufnahme rausgehen und sagen, ich hätte es jetzt in diesem Moment nicht besser umsetzen können. Und deswegen gebe ich da auf jeden Fall immer so viel, wie es geht. Ja, jetzt wurde gerade auch noch gefragt, wie lange das dauert, bis so ein Hörbuch fertig ist und ob du dich oft versprochen hast. Wie lange dauert das? Also man sagt normalerweise, man schafft so an einem Aufnahmetag um die so 100 Seiten ungefähr. Ich glaube, wir haben... Ich überlege gerade, wie hoch war der Part nochmal? Wie lang war der Part? Ja, ich hatte jetzt hier auf jeden Fall, ich glaube, drei Aufnahmetage. Ich versuche mir das auch ganz gerne immer zu splitten, dass ich eher ein bisschen kürzere Aufnahmetage habe. Erstmal, weil ich natürlich auch immer noch ein paar andere Termine irgendwie habe oder weil ja auch zwischendurch Dreharbeiten waren. Und dann versuche ich mir das Pensum so ein bisschen zu aufzuteilen, einfach weil dann habe ich auch immer mehr Power. Und man merkt das natürlich schon, wenn man anfängt, dann hat man am Anfang natürlich Energie und man muss natürlich zwischendurch auch immer mal eine Pause machen, einfach um wieder alleine frische Luft zu bekommen, ne? Weil die ist natürlich auch begrenzt in so einem Raum. Dann jetzt auch bezogen auf jetzt diese Corona-Pandemie, da kannst du auch nicht einfach so durchlüften. Also ich habe das bei Sporting Image aufgenommen, in Köln zum Beispiel, die sehr viel Wert gelegt haben, auch darauf, dass man
dass die Luft gefiltert wird. Ne? Da standen Luftreiniger und die lässt man dann durchsausen zwischendurch. Also Versprechen an sich deswegen das wirklich gar nicht, sondern ich habe eher das, dass ich sage, ja, ich möchte den Teil irgendwie nochmal ein bisschen anders anlegen und nochmal was anderes ausprobieren. So, also einfach so diese, ja, ich bin da sehr perfektionistisch, was das halt angeht und immer sehr selbstkritisch. Also ich bin dann oft dann selber nicht so ganz mit mir zufrieden und möchte dann wirklich das Beste rausholen. Deswegen dauert es dann auch schon mal ein bisschen länger. Ja, klar. Ist ja auch verständlich, dass man das dann lieber nochmal macht, bevor es dann nachher nicht zufrieden ist damit, ne? Ja, genau. Das sind halt, wie gesagt, kleine Parts, aber ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie alles immer wiederholen möchte, aber es gibt dann so diese Höhepunkte, wo ich sage, da muss wirklich der Drive drin sein. Das ist wie bei einem Dreh eigentlich, wo ich dann sage, okay, ich habe jetzt hier, ich mache da ja auch nicht nur einen Take. Also gut, wenn es beim ersten Take klappt, ist natürlich immer am besten so. Aber manchmal will man dann ja vielleicht auch nochmal was anderes probieren. Und man hat dann ja auch noch jemanden dann dabei, der eben in dem Fall jetzt den Schnitt auch observiert, sage ich mal, in dem Moment und auch nochmal ein bisschen Input gibt, dass man einfach mal hört, so wie fandest du das? Das ist ja auch mal ganz spannend. Ja, absolut. Ja, ich sehe gerade, hier kamen auch noch ein paar Fragen. Also einer hat gefragt, wie man an so ein signiertes Buch drankommt. Also da könnt ihr mich dann tatsächlich entweder auf Facebook oder per Mail anschreiben, an mail@hannasiebern.de und dann sage ich euch, wie ihr da drankommt. Also die könnt ihr bei mir direkt bestellen, so Bücher, das ist gar kein Problem. Und dann wurde noch gefragt, ob wir beide eine Lieblingsszene aus dem Buch haben. Weißt du spontan eine, die dir gut gefallen hat, Patrick? Ich mag diese die Boxkämpfe halt einfach, weil, also gut, das ist natürlich auch, ne? Ich bin ja ein Kerl, also so, ich bin auch ein Boxfan, wenn das illegale Boxkämpfe sind, aber ich mag halt diese, da brennen halt wirklich mit Zack auch die Emotionen durch und er sagt, wie gesagt, ich will das jetzt nicht verraten, aber das werdet ihr dann selber auch hören oder lesen, wie ihr mögt. Ja, einfach diese Emotionen, die dann eben ihn dazu bringen, wirklich alles zu geben. Und im Grunde in einem Schlag steckt dann eigentlich die komplette Geschichte drin. Also ich finde diese Bilder und diese Emotionen einfach auch, die bewegen mich total. Und da kann ich mich auch selber irgendwie identifizieren, auch mit diesen Familien. Die Familie ist auch für mich persönlich das Allerwichtigste. Ich würde für meine Familie wirklich alles tun. Ja. Und deswegen, das war so, was mich einfach super berührt hat. Ja, ich glaube, meine Lieblingsszene war die, wo Nell und Zack zusammen im Regen stehen. Also die fand ich sehr, sehr schön auch, weil für Nell durch ihre Synästhesie sie das halt ganz anders empfindet und nochmal ganz anders spürt, als jetzt normale Menschen das machen würden. Und das wurde mir vorab wurde ich auch einmal gefragt, also wie ich überhaupt auf die Synästhesie gekommen bin. Ich habe tatsächlich, also ich habe das nicht selber, das haben auch schon Leute gedacht, sondern ich habe das wirklich, habe eigentlich nur im Internet zufällig eine Reportage darüber gesehen und fand das so faszinierend, dass ich mir dann halt hier so ein Buch darüber geholt habe und mir das halt intensiv durchgelesen habe, im Internet recherchiert und daraufhin dann gesagt habe, das finde ich eigentlich ein ganz tolles Thema, um das darüber halt auch ein Buch zu schreiben. Und eben weil das sehr unbekannt ist, dieses Phänomen. Also die meisten Leute wissen gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Ja. Und deswegen fand ich das eine schöne Sache. Ich hatte davon schon mal gehört, aber so detailliert habe ich mich natürlich jetzt auch mit dem im Rahmen dieser Hörbuchaufnahmen dann mit dem Thema viel beschäftigt. Fand das auch total, oder finde das immer noch total faszinierend und unglaublich. Und einfach krass, wie viel man dann, dass es Menschen gibt, die halt einfach noch Dinge sehen, die man jetzt als Normalo irgendwie gar nicht wahrnimmt oder zumindest nicht in dieser Intensität. Das ist schon spannend. Und deswegen auch umso spannender, wenn man dann eben so eine Produktion macht, egal ob das jetzt ein Film ist oder jetzt hier bei so einer Hörbuchproduktion, dass man sich immer wieder mit neuen Themen beschäftigen kann. Ja. Man lernt so viel, das ist echt gut. Ja, absolut. Hier wurde auch noch gefragt, ob du deine Arbeit als Schauspieler oder als Hörbuchsprecher anspruchsvoller findest. Also was du besser findest vielleicht auch. Das kann man nicht beantworten, weil das wäre auch falsch, weil das ist was ganz anderes einfach. Es ist eine total unterschiedliche Disziplin. Es gibt auch sehr viele Schauspieler, die zum Beispiel nicht sprechen oder das nicht machen wollen oder nicht meinen, wie sie, es wäre nicht das Richtige für sie. Also es ist wirklich eine ganz andere Abteilung. Und das ist beides so für sich eine Herausforderung. Und ich finde, das sollte es auch immer sein, weil auch nur so kann man dann halt auch mit Respekt und mit Engagement irgendwie rangehen. Ja. Es ist halt einfach nur, sag ich mal, in der Intensität jetzt auf die Zeit bezogen, ist einfach so ein Hörbuch natürlich eine krasse Challenge, weil man das auch einfach, man spürt es wirklich körperlich, wenn man dann so einen Tag aufgenommen hat, dann hörst du auch wirklich an der Stimme. Also das, dieses körperliche Spüren, das habe ich beim Dreh eigentlich nur, wenn ich irgendwie mal so ein bisschen in Richtung Stuntszene was zu tun hatte, wo ich dann irgendwie böse auf die Schnauze gefallen bin. Aber
Ja, also es ist was ganz anderes und das ist das Schöne daran, es ist eben Ja, nicht also gleich. macht dir beides viel Spaß. Ja, schön. Mega. Ja. Und dann kam noch die Frage, ob wir uns das Hörbuch danach nochmal komplett angehört haben. Also ich konnte das tatsächlich gar nicht. Also ich kann das jetzt erst, konnte das jetzt erst runterladen, jetzt wo es online ist. Und ich habe jetzt heute Morgen schon mal reingehört und fand das, was ich gehört habe, auch schon super. Aber ich weiß gar nicht, ob du es dir vorher schon mal anhören konntest. Nee, das ging auch noch nicht. Ich glaube auch, dass die Schnittarbeit jetzt einfach zur Fertigstellung Ja. sich noch ein bisschen hingezogen hat, weil wir haben, ja, also sage ich mal, auch relativ spät eigentlich aufgenommen. Das ist jetzt noch nicht so lange her, es war jetzt irgendwie Ende April, glaube ich. Und genau, und deswegen wurde das, glaube ich, auch noch mal ein kleines bisschen verschoben dann. Ich habe es noch nicht gehört, also ich bin sehr gespannt. Ich werde es mir Ja. auf jeden Fall Hörst du gleich. es dir denn auch an? Also deine Ja, eigenen Hörbücher? total. Ja, Sehr, sehr. schön. Einfach nur, weil ich natürlich auch mal hören möchte, wie die Kollegin das gemacht hat und also wie das so zusammen irgendwie funktioniert. Bin sehr, sehr gespannt. Also sie hat auch eine tolle Stimme, wie ich finde. Ja. Deswegen bin ich ganz, ganz Also gespannt. es gibt ja auch einige Autoren, die sich ihre Hörbücher nicht anhören. Ich höre meine sehr gerne an. Ich finde das immer total spannend, weil das für mich so ist, als würden meine Protagonisten lebendig werden. Also das ist schon ganz, also für mich ist das ein ganz tolles Gefühl, weil bisher haben die halt nur so in meinem Kopf existiert oder halt zwischen den Buchseiten. Und dadurch, dass so Sprecher wie du oder die Nina das dann halt vorlesen, ist das wirklich so, als ja, als wäre da plötzlich ein echter Mensch mit dieser Person verknüpft. Und das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Deswegen, ja, für mich bist du jetzt weg. Ihr schreibt gerade die Nina, sehe ich jetzt auch gerade, wo wir sprechen. Ich hab ein bisschen Schwierigkeiten, den ganzen Chatverlauf durchzuschauen. Das ist Ja. immer doof, weil das ja so ein kleiner Part ist. Ich bewundere gerade, wie du das überhaupt hinkriegst, dass du die ganzen Fragen mitbekommst. Ich habe Hol einen die Nina mal Assistenten. dazu, ne? Dann können wir ja mal gucken. Ja, versuch mal Nina mal dazu zu holen. So, Send Request. Vielen Dank auf jeden Fall hier auch nochmal für das tolle Feedback. Und ne, Ralf, Grüße nach Südafrika. Ah ja, perfekt. Ja, super. Hi. Überraschung. Hallo, grüß dich. Hallo. Ach, schön, dass das Oh, geklappt hat. das Licht ist komisch. Hi, ich mach das nochmal aus. Geht so auch Ja. besser. So geht's auch. Jetzt habe ich euer schönes Gespräch unterbrochen. Hallo Patrick, wir kennen uns ja noch Dich. überhaupt nicht. Freut Alles gut, mich jetzt ist sehr. doch schön, dann wissen auch mal alle, wer Nell ist. Ist doch super. Gute Gelegenheit. Ja, toll. Hallo. Nina, hast du Lust, dich einmal vorzustellen, dass du ein bisschen was über dich erzählst? Ja, sehr gerne. Also, ich bin Nina Reitmeier. Ich bin Sprecherin und Schauspielerin. Ich war eigentlich jetzt 11 Jahre lang am Theater fest in einem Ensemble in Berlin, am Gripstheater. Und habe immer so parallel ab und zu Hörbücher gemacht, so nebenbei, wenn ich irgendwie Zeit hatte. Und jetzt seit August bin ich selbstständig und bin nur noch am Sprechen momentan, weil halt auch das Theater natürlich zu hatte. Ja, schön. Ja, und momentan fühle ich mich gerade wirklich nur noch wie Sprecherin und kaum mehr Schauspielerin. Ich hoffe natürlich, dass das auch wieder mehr kommt, um die körperliche Seite nicht zu vernachlässigen. Genau, ich lebe in Berlin und ja, wie detailliert wollt ihr es denn gerne wissen? Ja, das war ja auf jeden Fall Ja. schon mal super. Dann stelle ich dir eigentlich gleich auch mal die Frage, ob du eine Präferenz hast. Also was machst du lieber oder ist das beides, dass du das super findest mit Hörbuch und Schauspielerei oder ja, wie sieht es da aus? Ich habe ja zugehört schon bei euch. Ich kann mich da eigentlich Patrick nur anschließen. So. Also ich könnte mich jetzt nie nur für das eine entscheiden. Würde ich nicht wollen. Also ich mache auch immer die Sachen, die ich dann mache, versuche ich zu 100% zu machen und mit aller Energie und Liebe, sonst macht es halt auch einfach keinen Spaß. Und gerade auch die Abwechslung als Künstlerin ist ja das, was den Beruf ausmacht und den Charme, dass man halt mal was dreht und mal auf der Bühne Theater spielt und dann mal ein Buch liest. Und jetzt gerade finde ich es auch super, dass ich wie nochmal einen neuen Beruf einsteige und einfach so viel gelesen habe, dass ich das Lesen mal von einer anderen Seite betrachte. Ja, und da jetzt meinen Fokus so drauflegen kann, aber ich kann mich da auch nicht entscheiden. Genau. Ja. Ich könnte mich nicht entscheiden. Ja, muss man ja Gott sei Dank nicht. So wie das jetzt mit in vielen Bereichen oder viele Branchen, die natürlich da jetzt einfach auch hart Corona-Pandemie, zum Glück ist ja jetzt so langsam wirklich mit dem Impferfolg in Deutschland auch Licht am Ende des Tunnels. Aber gerade so Theater ist natürlich echt hart gewesen für die ja,
die Teile der Kultur, die wirklich zwingend auf Publikum angewiesen sind, was jetzt nicht möglich war, das ist natürlich echt, echt brutal, was da so in der letzten Zeit. Wie gesagt, also, da war ich jetzt viele Branchen, die da auch drunter leiden. Ne? Ja. Da war ich jetzt wahnsinnig froh, dass ich lesen durfte so viel und möchte das auch weitermachen. Genau. Ja. Hier kommt gerade eine Frage, ob ihr Kurse belegt habt, um Sprecher zu werden. Dann vielleicht Patrick, vielleicht erzählst du erstmal, ob du da irgendwas gemacht hast. Also ich habe wirklich Learning by Doing einfach das Glück gehabt, dass ich schon ganz früh anfangen durfte. Wie gesagt, ich habe mein erstes Sprecherprojekt war ein Werbespot, früher für Legoland Deutschland, das weiß ich noch ganz genau, kann ich mich noch daran erinnern, 2003 war das. Ja, und da fing das irgendwie an und dann, ich habe gemerkt, dass mir das super viel Spaß macht, wie auch eben das Drehen, da hat es auch direkt so einen Funken irgendwie gegeben, der übergesprungen ist. Und habe das dann einfach weiter verfolgt und auch das Glück gehabt, dass ich halt immer wieder Menschen begegnet bin, die das unterstützt haben, die dann, weiß ich eben, beim WDR zum Beispiel gesagt haben, Patrick, irgendwie hier komm, da besetzen wir dich und dann bist du da dabei und so. Das heißt, ich konnte das halt wirklich auch immer üben und lernen und hatte auch tolle Kollegen, mit denen ich drehen durfte oder auch eben sprechen konnte, die einem dann auch mal den einen oder anderen Ratschlag gegeben haben. Also wirklich Learning by Doing, das ist... finde ich auch einfach ein dankbares Geschenk. Und bei dir, Nina? Also ich war halt auf einer Schauspielschule und da hat man auch einfach Sprechunterricht und lernt aber halt eher das korrekte Aussprechen, in den Bauch atmen, dass die Stimme richtig sitzt und dass man halt auch auf der Bühne die Stütze hat und natürlich auch die letzte Reihe erreicht und so. Und das Sprechen fürs Mikrofon ist doch nochmal eine ganz andere Arbeit. Also dieses... eben kleine und für das Mikrofon, das einfach auch alles aufnimmt, ist doch nochmal ja, völlig anders. Und das habe ich dann auch wiederum Learning by Doing im Grunde gelernt. Also das andere hat mir schon sehr geholfen, aber dann so von Hörbuch zu Hörbuch wird es ja schon auch irgendwie besser und anders. Und wenn ich jetzt so mein erstes Hörbuch von vor, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so höre, denke ich mir schon so, hat sich hoffentlich ein bisschen verändert. Ja. Natürlich, das ist so... Das merke ich auch, also wenn ich jetzt so das allererste Hörbuch irgendwie höre, da, das ist auch... Das ist ja, da wurde ja gerade auch gefragt, ob ihr euch an euer erstes Hörbuch erinnern könnt. Welches war es denn bei dir, Patrick? Ich muss überlegen. Weißt du das noch? Das war so eine Geschichte, mit der ich gesprochen habe. Wie hieß denn das nochmal? Yoda, ich bin alles, ich weiß, glaube ich. Das war irgendwie so eine Star Wars... das war auch Reihe. Das war glaube ich das allererste Hörbuch. Also ich habe tatsächlich mit Hörspielen angefangen. Das war so also das allererste. Und da habe ich halt. Ja, das ist näher am Schauspielen halt dran, nochmal anders. Ne? Du bist einfach in der einen Rolle und musst nicht alle Charaktere anlegen und erzählen und so. Das stimmt, ja. Beim Hörspiel im Gegensatz zum Hörbuch. Ja. Ja, deswegen sagt man ja, glaube ich, auch, dass Hörbücher so die Königsdisziplin beim Sprechen sind, weil man sich da ja in ganz viele verschiedene Charaktere im Prinzip einfühlen muss. Ne? Also, ja. Weißt du denn noch, welches dein erstes war, Nina? Ja, das hieß Zwischen den Nebeln, Elfenseele, Zwischen den Nebeln. Genau, okay. Es war so eine Jugend-Fantasy-Geschichte. Und genau, ja, Punkt. Ja. Oh, da kam jetzt auch gerade eine ganz spannende Frage, ob ihr irgendwie Kriterien habt, nach denen ihr entscheidet, ob ihr ein Hörbuch annehmt oder nicht. Also warum sagt ihr ja oder eben auch nein? Patrick? Ja, mich persönlich muss das einfach irgendwie berühren und tatsächlich, weil ich jetzt einfach auch zeitlich gesehen wie ich mir das auch so anteilen möchte, dass also ich kann jetzt auch nicht sehr, sehr viele Hörbücher immer unbedingt aufnehmen, einfach weil das von der Zeit nicht unbedingt hinhaut mit den anderen. Aber das heißt, ich gucke dann ganz explizit, ob Hanna Sieber drüber steht oder Kini. Nein, aber das ist tatsächlich wirklich was, wo wir jetzt schon mal die Erfahrung zusammen hatten, ist das auf jeden Fall für mich schon ein ganz, ganz großer Grund, dass ich sage, irgendwie, da möchte ich auf jeden Fall auch wieder arbeiten, zusammenarbeiten. Also das sind ja so persönliche, wo die Chemie einfach stimmt. Oder aber weil mich das Thema halt einfach komplett weghaut. So. Also jetzt eben, wenn es gerade um Hörbücher geht, weil das ist ja schon was, das muss man sich echt einteilen. Irgendwie. Das kann man halt nicht so zwischen Tür und Angel machen. Ja. Und Nina? Während der Theaterzeit habe ich mir das auch immer sehr gut überlegt.
Weil es einfach super anstrengend ist, wenn du vormittags 4 Stunden probst und dann noch schnell ins Studio und abends am besten noch eine Vorstellung spielen und so. Aber es ist halt auch schon so ein Markt, der auch nicht so einfach ist, da reinzukommen, muss man auch mal ehrlich sagen, dass man sich schon auch überlegt, ob man jetzt, also ich habe mir überlegt, ob ich da jetzt was absage oder nicht, weil ob die sich dann wohl wieder melden oder so. Ich habe jetzt nicht so den Promi-Bonus gehabt, den, ich weiß nicht, Patrick, ob das bei dir manchmal vielleicht auch, weil du im Fernsehen bekannter bist, vielleicht auch eher was an dich herangetragen wird oder so. Ach, das ich weiß nicht, weil die meisten, die kenne ich dann auch schon eigentlich recht lange irgendwie einfach, wo ich dann glaube, wenn es irgendwie passt, dann denken die an einen. Also gut, die wissen natürlich auch vielleicht, was man sonst noch so macht, aber Ja. will ich jetzt gar nicht unbedingt sagen. Oder du hattest schon deine Kontakte, vielleicht so eher, du hattest schon von klein auf so den Fuß dann in der Tür durch die Ja. verschiedenen Sachen, die so Also es ist gekommen natürlich sind. immer ganz schön, wenn man irgendwie eine Hörbuchproduktion hat. Deswegen also ich brenne halt auch immer so für die Sachen, dass ich halt finde, wenn man irgendwie an was arbeitet und da sich auch wirklich für, sag ich mal, wenn man da drin so aufgeht und irgendwie dafür brennt und auch die Zeit investiert, dann will man natürlich auch das bestmögliche Ergebnis und man will natürlich auch, dass es so viele Leute wie möglich hören. Deswegen bin ich halt auch immer daran, wirklich daran bedacht, das auch an die Menschen so heranzutragen. Und das, und dann, wenn sich dann irgendwie eine Möglichkeit bietet und man ist irgendwo auch mal, hat dann irgendwo mal für ein anderes Projekt irgendwie, weiß ich nicht, ein Interview oder sonst was und man kann das da so ein bisschen platzieren, einfach um da eben auch immer so die Leute, ne, darüber zu informieren, ist das halt auch immer ganz praktisch. Das ist was bei mir natürlich schon mal eine ganz, ganz schöne Sache ist. Weil ich fände nichts schlimmer, als wenn man jetzt irgendwie so eine, zum Beispiel so ein Hörbuch macht und dann hört sich das keiner an. Man will ja, man macht es ja für die Menschen, man will ja, dass die Menschen, die Zuhörer dann auch, ja, das hören einfach. Spaß haben. Ja, Ja. genau. Ich meine, da sind wir auch schon mal ein Thema. Ich fände es mir echt so auch echt schön, wenn Nina, wenn du auch noch mal ein Kapitel vorlesen würdest. Ja, ich Hast habe du da das? mal was vorbereitet. Sehr gut. Also Das wäre super. vorbereitet, ich habe es mir zumindest noch mal hochgeholt. Ich muss sagen, ich war eben heute im Tonstudio und habe ein anderes Hörbuch Ja. im Band 3 gerade beendet. Bin auch ein bisschen müde schon von der Stimme. Was Patrick vorhin auch meinte, man merkt das schon wirklich körperlich auch. Aber ich habe es noch mal überflogen, also verzeiht mir, wenn ich mich vielleicht doch mal verspreche. Aber Alles ich gut. lese gerne aus Nells Sicht auch etwas vor. Genau. Das ist Kapitel 29, also schon ein bisschen weiter fortgeschritten als das, was ihr vorhin gemacht habt. Seid ihr soweit? Soll ich? Ja, gerne. Okay. Mein Herz klopfte mir bis zum Hals, als ich fühlte, wie Zack seinen Gurt mit meinem verband. Er hatte mir etwas umgeschnallt, das sich wie ein tief sitzender Rucksack anfühlte. Aber offenbar war das eine Art Sitz, in den ich mich sinken lassen konnte, sobald wir in der Luft waren. Im Moment saß er mir in den Kniekehlen und fühlte sich vor allem eigenartig an. Ich lasse den Schirm jetzt steigen, erklärte Zack. Und dann musst du die Augen aufmachen, okay? Okay, erwiderte ich. Das hier war ziemlich verrückt und ich würde meinen Brüdern ordentlich die Leviten lesen, wenn ich sie wieder sah. Konnte mir so ein Flug wirklich helfen, meine Angst vor Zacks Aura zu überwinden? Ich hielt es für unwahrscheinlich. Aber jetzt waren wir schon so weit und ich würde keinen Rückzieher machen. Ich hörte, wie sich der Schirm aufblähte und der Stoff im Wind flatterte. Gut, jetzt müssen wir laufen, rief Zack eindringlich. Mach die Augen auf und lauf. Ich tat, was er von mir verlangte und öffnete die Augen. Dann lief ich mit Zack zusammen los. Es fühlte sich an, als müsste ich ein schweres Gewicht ziehen. Das Adrenalin sorgte dafür, dass ich gar nicht mehr dazu kam, Angst zu haben. Wir rannten ein paar Schritte den Hang hinunter. Dann erfasste der Wind den Schirm von unten und hob uns in die Luft. Ah! rief ich zwischen Angst und Begeisterung. Wir fliegen! Ohne nachzudenken drehte ich mich nach Zack um, der zum ersten Mal, seit ich ihn kannte, ein ehrliches Lächeln auf den Lippen hatte und einen Freudenschrei ausstieß. Ja, ist das nicht der Hammer? rief er in voller Begeisterung, als wir über die Bäume hinwegflogen, die unter uns waren. Seine Freude schien sich auch auf seine Aura auszuwirken, denn jetzt gerade sah ich sie nicht mehr schwarz, sondern in einem dunklen Blau und einem intensiven Grün, das mir viel weniger Angst machte. Ich saß jetzt sicher in meinem Sitz und mein Herz klopfte mir bis zum Hals, während ich die Umgebung betrachtete. Das ist wunderschön, gab ich zu. Ich hätte nie gedacht, dass Paragliding so viel Spaß machen könnte. Noch besser ist es, wenn man die Zügel in der Hand hat, erklärte Zack und zog an einer der Lenkschnüre.
Sofort drehte der Schirm sich zweimal im Kreis und ich lachte laut. Stopp, stopp, rief ich. Hör auf, sonst kotze ich noch irgendwem auf den Kopf. Hier ist weit und breit niemand zu sehen. Es wäre also nicht so schlimm, falls das passiert. Na, vielen Dank auch. Ich kann trotzdem gut darauf verzichten. Zum Glück hatte Zack ein Einsehen und hörte auf, uns zu drehen. Stattdessen glitten wir weiter durch die Luft und ich fühlte mich so frei wie ein Vogel. Es war ein wundervolles Gefühl und zwischendurch musste ich wieder die Augen schließen, um keine Überreizung auszulösen. Allerdings war es keine negative Überreizung wie in der Bar, sondern eine absolut positive. Ich hatte so etwas noch nie gemacht und auch nicht damit gerechnet, dass es mir gefallen würde. Aber es war atemberaubend. Tausendmal besser als erwartet und so befreiend wie nichts anderes, was ich bisher getan hatte. Das ist wahnsinnig toll, sagte ich. Danke, dass du mich überredet hast. Bedank dich nicht bei mir, sondern bei deinen Brüdern, erwiderte Zack. Es war ihre Idee. Ich wäre sicher nicht darauf gekommen, jemanden, der Angst vor mir hat, zu so etwas zu überreden. Ich schluckte. Ich habe keine Angst vor dir, sondern nur vor deiner Aura. Aha, und wo ist da der Unterschied? Meine Aura ist doch ein Teil von mir, oder nicht? Ja, schon. Aber es ist nicht unbedingt so, dass sie für immer so bleiben muss. Jetzt gerade ist sie gar nicht mehr so schwarz, weil ich fühlen kann, dass du Spaß hast. Ach, tatsächlich? Welche Farbe hat sie denn jetzt? Blau und grün. Ich vermute aber, dass das nur so lange der Fall ist, wie du dich amüsierst. Kann es sein, dass du das viel zu selten tust? Zack erwiderte eine Weile nichts und ich fürchtete schon, ihm zu nahe getreten zu sein. Mag sein, sagte er dann. Vielleicht amüsiere ich mich wirklich zu selten. Und warum ist das so? Das ist eine lange Geschichte. Ich bin eine gute Zuhörerin. Im Moment kann ich schließlich nicht weglaufen. Zack schnaubte amüsiert. Stimmt. Ich könnte dir auch ein Ohr abkauen, ohne dass du dich dagegen wehren könntest. Ich hoffe, du meinst das im metaphorischen Sinne. Meine Ohren wollte ich eigentlich behalten. Zack lachte leise. Ja, keine Sorge. Ich hatte schon ein paar Ohren zum Frühstück. Ich bin erst mal satt. Puh, dann habe ich ja noch mal Glück gehabt. Es war eigenartig, aber Zacks gute Laune schien auch auf mich überzugehen, denn ich hatte das Gefühl, als würde sie mich umhüllen wie ein Kokon. Erzählst du mir nun davon, warum du dich nicht amüsieren willst? Oder ist es ein Geheimnis? Hakte ich nach, weil Zack von sich aus offenbar nichts preisgeben würde. Er seufzte. Das ist keine schöne Geschichte, sagte er dann. Aber weißt du was? Ich erzähle sie dir, wenn du mir dafür erklärst, warum meine Aura dir so viel Angst macht. Nervosität stieg in mir auf. Bis auf meine Brüder und meinen Vater wusste niemand darüber Bescheid. Und ich wollte auch, dass das so blieb. Gut, auch meiner Therapeutin hatte ich davon erzählt und war über viele Jahre hinweg immer wieder zu ihr gegangen, um die Sache aufzuarbeiten. Trotzdem blieb es ein Thema, über das ich ungern sprach. Und wie es aussah, ging es Zack mit seinen Problemen genauso. Nein, danke, aber ich verstehe, was du mir damit sagen willst, erklärte ich daher. Jeder hat wohl seine Dämonen, mit denen er lieber alleine zurechtkommen will. Sieht ganz so aus. Wir schwiegen eine Weile, während wir weiter über die Wiesen und Felder schwebten. Wie lange dauert so ein Flug eigentlich? Fragte ich, weil wir schon einige Minuten unterwegs waren. Das kommt ganz auf den Wind und die Thermik an. Heute sind die Windverhältnisse gut, was eher ungewöhnlich ist für Oktober. Ich schätze, diese Woche ist die letzte, in der man das hier wirklich gut machen kann. Danach wird es zu kalt und der Flug wäre nur sehr kurz. Bei guten Verhältnissen kann man auch schon mal eine halbe Stunde Gleitflug schaffen. Wow, das klingt toll. Ich hätte gedacht, dass es so ähnlich ist wie beim Fallschirmspringen und man innerhalb weniger Minuten wieder auf dem Boden ist. Hast du das schon mal gemacht? Nein, aber Malte. Leon und ich waren damals mit beim Flugplatz und haben ihm zugesehen. Ich fand es unheimlich mutig von ihm. Aber Malte ist sowieso immer mein heimlicher Held. Ach, wirklich?
Den Eindruck hatte ich bisher nicht. Naja, er ist ein ziemlicher Doofmann, aber er hat auch immer auf Leon und mich aufgepasst. Immerhin ist er 4 Jahre älter als wir. Und Leon und ich waren in der Schule stets die Außenseiter, weil wir so anders waren als die anderen Kinder. Solange Malte noch auf unserer Schule war, hat sich keiner getraut, uns auf dem Schulhof zu ärgern. Erst als er weg war, wurden wir wieder gemobbt. Aber da konnten wir ganz gut drüber stehen, weil wir uns ja gegenseitig hatten. Klingt, als hättest du eine wirklich enge Beziehung zu deinem Bruder. Ja, findest du das schlimm? Nein, gar nicht, ganz im Gegenteil. Hast du auch Geschwister? Er zögerte. Ja, ich habe einen 3 Jahre jüngeren Bruder und eine kleine Halbschwester, sagte er dann. Sie ist 10 Jahre jünger als ich. Oh, wow, das ist ein großer Altersunterschied. Ja, sie stammt aus der zweiten Ehe meines Vaters und ist das absolute Nesthäkchen. Du scheinst sie sehr gern zu haben. Stimmt. Möchtest du eigentlich auch mal lenken? Das klang zwar ganz, als wolle er das Thema wechseln, aber die Gelegenheit ließ ich mir trotzdem nicht entgehen. Gerne, sagte ich aufgeregt. Und wie? Du musst nur an diesen beiden Griffen ziehen. Er hielt sie mir entgegen und ich legte meine Hände auf seine. Als unsere Finger sich berührten, fuhr ein Kribbeln durch meinen Körper, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Es war ein wundervolles Gefühl und ich war fast schon enttäuscht, als Zack seine Hände wegzog. Ganz sachte, sagte er, es sei denn, du willst, dass wir uns wieder im Kreis drehen. Warum eigentlich nicht? Fragte ich grinsend und zog an dem linken Band. Wir drehten uns einmal und ich zog wieder an dem rechten, um uns zu stabilisieren. Es machte unglaublich viel Spaß und ich lachte laut auf. Das ist so cool. Ich weiß, aber mach sachte. Bei jeder Drehung bringst du uns dem Boden etwas näher. Wirklich? Allerdings, es ist wie eine Abwärtsspirale. Und ich würde, um ehrlich zu sein, ungern in einem Wald landen. Das kann ganz schön gefährlich sein. Ich sah nach unten. Wir waren inzwischen vielleicht noch 100 Meter über dem Boden. Und die Vorstellung, in einer Baumkrone zu landen, war tatsächlich nicht so berauschend. Also machte ich keine weiteren Drehungen, sondern bewegte den Schirm nur leicht hin und her. Es machte wirklich Spaß, und ich hatte inzwischen längst vergessen, dass ich eigentlich Angst vor Sex Aura hatte. Haben wir eigentlich ein bestimmtes Ziel? Fragte ich, als wir den Wald hinter uns gelassen hatten. Inzwischen verloren wir merklich an Höhe, und ich vermutete, dass wir bald einen Landeplatz suchen mussten. Nicht wirklich. Deine Brüder verfolgen uns per GPS und sammeln uns ein, sobald wir gelandet sind. Wir müssen also jetzt vor allem eine freie Fläche finden, auf der wir landen können. Eine Wiese ist dafür gut geeignet, aber ein Feld geht auch. Ich übernehme jetzt wohl besser wieder das Steuern. Noch weiter? Wir Das ist können ein langes Kapitel. auch hier mal einen Cut machen. Also ich fand es echt richtig, richtig schön. Eine kurze Werbeunterbrechung. Ja, nee, das ist wirklich ein sehr langes Kapitel, das stimmt. Ich konnte das relativ schlecht einschätzen, wie lange das dann wirklich dauert, das vorzulesen. Aber ja, besonders wenn du jetzt heute schon Gerade so viel gelesen hast, ne, dann ist das ja auch ein guter. 29, ne, glaube ich. Ja. Ja. Genau, ja. Ach so, oh, ist aber eh gleich zu Ende. Na, ich bin ja lustig, breche einfach ab. Ein Unding beim Film. War jetzt quasi tatsächlich kurz vorm Kapitelende, ne? Oder ich habe Krass, weil ich gerade. Na Kann dann, sein. soll ich noch zu Ja, sonst liest es eben noch zu Ende. Dann machen wir das Kapitel noch zu Ende. Ich nickte und fühlte erneut das Kribbeln in meinem Bauch, als Zack seine Hände auf meine legte. Am liebsten hätte ich sie einfach dort gelassen. Aber das hätte sehr eigenartig gewirkt. Also zog ich sie zurück und überließ Zack die Zügel. Da hinten ist eine Wiese, erklärte er. Sie wirkt ziemlich verlassen. Ich denke, das sollten wir versuchen. Ich sah nach vorne und erkannte die eingezäunte Wiese, die er meinte. Es stand zwar ein Stall drauf, aber ich konnte keine Tiere sehen. Sicher, dass es dort keine wilden Stiere gibt oder so? Zack lachte. Unwahrscheinlich. Obwohl es mir tatsächlich schon mal passiert ist, dass ich mitten auf einer Kuhwiese gelandet bin. Ich hatte Glück, dass ich nicht auf die Hörner genommen wurde. Na, du machst mir ja Mut. Keine Sorge, sowas passiert mir bestimmt kein zweites Mal. Wenn du das sagst. Also gut, wir sind gleich da, sagte Zack und steuerte genau auf die Wiese zu. Du musst deine Beine gleich anheben, damit du dich nicht verletzt.
Streck sie einfach lang nach vorne, okay? Klar, kein Problem, das kriege ich hin. Gut, dann mach dich bereit. Mein Herz begann wieder schneller zu klopfen, als der Boden uns immer näher kam. Ich hob meine Beine an, hatte gleichzeitig aber das Gefühl, den Sturz irgendwie abfangen zu müssen. Daher nahm ich sie in der letzten Sekunde wieder herunter und versuchte zu laufen. Nell, nicht! Rief Zack. Doch es war bereits zu spät. Wir stolperten mehr oder weniger übereinander und fielen kopfüber nach vorne in den Matsch, während der Schirm einige Meter neben uns zu Boden ging. Ja, da fehlte wirklich nicht mehr so viel. Entschuldigung, ich merke ein bisschen meine Kraft heute. Ja, aber ein bisschen hört man es auch. Ich, aber war sehr tapfer. Auf dem Hörbuch ist es dann ohne Versprecher. Und Schluckpausen. Ja, kein Problem. Übrigens, genau, ich bin auch noch vorgestern geimpft worden. Ja. Und ich habe auch noch so ein bisschen, deswegen war ich mir eben auch so unsicher, ob ich kommen kann, wie es mir mit den Nebenwirkungen gehen würde. Ja, klar. Und es war okay, also ich habe auch kein Fieber oder irgendwas, aber ich merke so ein bisschen, es arbeitet so Schweißausbruch und irgendwie die Kraft ist dann doch, in dem Körper wird dann doch eine kleine Armee aufgebaut und das kostet ein bisschen Kraft. Dauert ja auch zwei Wochen, glaube ich, bis mindestens zwei Wochen, bis das wirklich, sage ich mal, ausgearbeitet ist. Also man sieht das ja an den Antikörpern, die gehen ja immer, steigen ja immer weiter über eine längere Zeit, dass das dann erstmal sein Full Maximum quasi erreicht hat, ja. Ja, genau. Und ich spüre das eben gerade ein bisschen. Aber genug der Entschuldigungen. Nein, aber du hast auch so reinzuspringen. Also es kamen auch gerade noch mal ganz viele Kommentare, die halt auch gesagt haben, auch viele haben gesagt, dass eure beiden Stimmen sehr gut zusammenpassen, was ich übrigens auch finde. Also es ist eine schöne Kombination. Also ich habe heute Morgen auch sowieso schon mal in das Hörbuch reingehört und auch ihr beide abwechselnd. Ich finde, das passt super. Also es, ja. Ich hatte Audible ja euch sogar vorgeschlagen. Also ich gucke ja vorher immer selber, welche Stimmen meiner Meinung nach wohl zu den Protagonisten passen könnten und freue mich dann natürlich, wenn es klappt. Ja, cool. Ach, das kam von dir, Hanna, ja, das wusste ich gar nicht. Ja, ja. Also ich darf halt Vorschläge machen und es klappt nicht immer. Also die fragen dann halt oft mal nach, ob die Sprecher dann Zeit haben und Lust haben dazu. Und genau, euch beide hatte ich auf jeden Fall auch vorgeschlagen, ja. Cool, danke. Das ja, auch sehr gut. Also war sehr schön, wirklich. Hat Spaß gemacht. Gerade. Ja. Danke. Ja, jetzt gucke ich mal eben, was denn noch so gefragt wurde. Ach genau, hier hat jemand gefragt, besonders, also das ging noch an Patrick, ob du einen Lieblingssprecher oder eine Lieblingssprecherin hast selber. Also. Ja, ich finde Udo Schenk ganz großartig. Also das ist eine tolle, tolle Stimme. Uwe Teschner bin ich auch ein großer Fan von. Der hat so verschiedene Krimis gemacht, die kann man auch bei Audible gut hören. Also wenn ihr schon dabei seid, da kann man auf jeden Fall viele spannende Inhalte entdecken. Ja, das sind so zwei ganz tolle Stimmen. Mhm. Ja, das ist eigentlich so. Genau, und Charles Lettinghaus, mit dem habe ich auch schon mehrfach zusammen gedreht. War bei eigenen Produktionen von mir war er mit dabei und der hat zum Beispiel auch eine ganz tolle Stimme. Also, Würdest du die auch so ein bisschen als Vorbilder ansehen? Also, dass du dich so ein bisschen an denen auch orientierst beim Sprechen? Oder? Das ist schwierig zu sagen, weil das sind ja ganz andere Stimmtypen. Okay. Aber was ich auf jeden Fall immer gut finde, ist, wenn man Stimmen, also gerade bei diesen, das sind natürlich sehr, sehr markante Stimmen, das sind ja jetzt auch einfach natürlich deutlich ältere, deutlich tiefere Stimmen jetzt als im Vergleich zu anderen. Ist ja auch eine andere Alterskategorie. Ja. Aber was ich da halt einfach toll finde, ist, die haben einfach so schon eine beeindruckende Stimme und die versuchen da nicht irgendwie so reinzudrücken. Ich sag, also man hat das ganz oft, dass man das bei Sprechern merkt, dass die versuchen, eine Stimme zu erzeugen, die sie eigentlich gar nicht haben und dann drücken die so und dann wird das so, geht das so immer in so eine spezielle Richtung, sage ich mal. Von daher, das sind dann halt einfach jetzt so Beispiele, die haben einfach einen tollen Klang und die müssen da eigentlich gar nicht viel für machen, sondern die sind einfach nur sie selbst und das finde ich einfach total beeindruckend. Und eben diese Emotionen, die dann damit mitbringen und halt eben auch Charaktere anlegen. Also das finde ich spannend bei denen. Und was auch speziell an dich noch für eine Frage kam, ist, ob du das dialektfreie Sprechen trainieren musstest. Ich weiß jetzt gar nicht, wo du herkommst. Also. Willst du mich, wa? Ja. Ich spreche immer, wa? Nee, so. Ich komme ja aus dem Rheinland, da
Da hat man vielleicht ein bisschen kölsche Dialekt so, aber an sich hört man das jetzt eigentlich. Es ist schon relativ Hochdeutsch. Es gibt tatsächlich so einzelne Wörter, wo das dann doch auftauchen könnte, wo man ein bisschen aufpassen müsste. Das ist zum Beispiel bei Gehirn. Ne? Da hat man als Rheinländer oft ein bisschen so die Tendenz, dass man vielleicht Gehirn irgendwie so ein bisschen hat. Das hat so ein leichtes Ö. Oder zum Beispiel Kirche statt Kirche. Also Kirche ist Ja. Hochdeutsch. Kirche, das ist so ein bisschen das. Kirche. Ja, es hat also ein bisschen dieses. Es ist dann so bei den Vokalen, dann geht das manchmal so leicht in Umlaute irgendwie rein. Das ist was da vielleicht ein bisschen auffällt. Nee, ansonsten hatte ich zum Beispiel schon mal ein lustiges Hörbuch auch für Audible, das hieß Mofa Held. Das war hier von diesem geschrieben von einem der beiden Mitglieder von Mundstuhl, diese hessische Comedian, das ist so ein hessisches Comedian-Duo. Und da musste ich zum Beispiel dann tatsächlich hessisch irgendwie noch mit reinbringen. So. Und das war dann wieder eine spannende Challenge, weil. Ja, sich in sowas dann reinzuarbeiten. Aber ansonsten bin ich, glaube ich, schon ganz, ganz gut Hochdeutsch unterwegs. Ja. Nina, hast du auch irgendwelche Lieblingssprecher oder so? Ja, ich höre natürlich gerade eher weibliche Sprecher, auch um mich inspirieren zu lassen und so. Ich mag Louise Helm sehr gerne. Ich höre Eva Meckbach gerade, das Deutsche Haus, mit dem sie den Deutschen Hörbuchpreis gewonnen hat, glaube ich, letztes Jahr. Das finde ich auch eine ganz tolle Arbeit. Und Julia Nachtmann finde ich auch ganz toll. Es gibt, aber genau, ja, die drei lasse ich jetzt mal stehen. Ja. Ja. Ja, es gibt ja so viele sehr gute Sprecher. Also ich finde, so ein Hörbuch steht und fällt Lange auch mit den Liste. Sprechern. Ne? Also man kann sich die Geschichte kann so gut sein, wie sie möchte. Wenn das schlecht vorgetragen wird, dann kann man es im Grunde genommen schon vergessen. Also dann kann man besser das Buch lesen und das Hörbuch lässt man dann lieber die Finger davon. Und ich finde das auch unheimlich wichtig, dass man die Stimme auch gut hören kann. Also da hat ja jeder auch so seine Vorlieben, denke ich mal. Also deswegen hat Auch wahrscheinlich sehr auch nicht. subjektiv Genau, natürlich, ja. ja. Also wenn man selber die Stimme mag, dann hört man vielleicht auch ein Hörbuch einfach nur, weil die Person das gesprochen hat. Ne? Also ja, das Ja. ist schon Ist spannend. auch spannend, ob man, wenn weibliche oder männliche Stimmen bevorzugt und wie man so, oder auch wie man es gewohnt ist. Also ich hatte eine Phase, da habe ich nur Männer gehört und jetzt bin ich gerade voll auf Frauen und dann fällt einem manchmal auch der Wechsel schwer, weil ich mag eben auch total gerne Hörbücher, wo dieser Wechsel stattfindet. Ja, Wie ja. jetzt bei uns. Genau, das stimmt. Hier fragt jemand, Patrick, bist du im Moment auch beim Dreh? Also drehst du im Moment irgendwas? Ja, ich habe gerade ein Teaser-Projekt gedreht, was halt dazu dient, wir wollen halt schauen, dass wir das dann ja quasi dann auch größer umsetzen. Das war jetzt ein aktuelles Projekt, was ich gemacht habe. Und als nächstes geht es bei mir weiter mit The Lost Picture unter anderem. So eine Zweite Weltkriegsserie, die wir drehen. Da machen wir gerade einen Piloten. Und da bin ich sehr gespannt. Das haben wir schon im vergangenen Jahr gedreht. Dann kam aber Corona und das hatte die Dreharbeiten leider ein bisschen verzögert, weil wir arbeiten mit ziemlich viel, ja, also wenn das so historisch ist, ne, Zweiter Weltkrieg, irgendwie da fahren, sollen auch Panzer rumfahren und alles Mögliche. Das ist relativ aufwendig in der Gestaltung und das hat jetzt Corona leider ein bisschen gestört. Ja. Aber das ist jetzt so was kommt. Ja, schön. Ja, was tatsächlich auch zweimal kam, war jetzt eine Frage an mich, wie mein Schreiballtag aussieht. Ja, also das ist schon so ein bisschen so, wie man sich das so vorstellt bei einer Vollzeitautorin. Ich stehe jetzt nicht morgens um 6 Uhr auf, sondern meistens wirklich erst so gegen 8 Uhr und mache dann ganz in Ruhe erstmal, dass ich dann halt auch ein bisschen ja, E-Mails checke und was weiß ich was. Und meistens fange ich erst so gegen 10 Uhr dann an zu schreiben. Und ich habe ein ziemlich klares Tagesziel. Also ich versuche jeden Tag mindestens 3000 Wörter zu schreiben. Und wenn ich das geschafft habe und dann noch gut drauf bin, dann schreibe ich auch gerne mehr. Dann sind es auch manchmal 5000 oder 6000 Wörter an einem Tag. Wie viele Seiten sind das so? 3000 Wörter müssten jetzt um die 10 Seiten, also 10 Normseiten, glaube ich, ungefähr sein. Also ja, kommt ja auch darauf an, ob es jetzt Dialog ist oder eben nicht. Ne? Wenn es viel Dialog ist, dann sind das oft mehr Seiten, logischerweise. Ja, aber also ich zähle das wirklich immer nur in Wörtern. Okay. Ja, und Also, nee, frag mal ruhig, genau. ich habe ganz viele Fragen bekommen, auch noch, die an dich, Hanna, gerichtet sind. Oh ja, gerne, Jetzt dann. war das hier noch irgendwie, weil du hast jetzt das hier auch die ganze Zeit so toll moderiert, da gehen natürlich auch die Fragen an dich ein bisschen unter. Ein bisschen unter, ja. Genau, also was ich auch persönlich tatsächlich super spannend finde, war einfach mal die Frage, wo du eigentlich so deine Ideen immer herholst.
Also was inspiriert dich da? Ist das, sage ich mal, auch ein, vielleicht sind das eigene Erfahrungen, eigener, auch familiärer Ja. Hintergrund vielleicht, sowas. Das ist natürlich jetzt eine sehr große Frage. Ja, also angefangen habe ich mit Fantasy. Ich habe damals mein erstes Buch war ein Vampirroman, der wurde inspiriert tatsächlich von Twilight. Das ging ja einigen Autoren wirklich so, dass die wegen Twilight angefangen haben zu schreiben. Shades of Grey war ja auch ursprünglich zum Beispiel eine Fanfiction zu Twilight. Und mich hat das aber jetzt nicht zu Erotik inspiriert, sondern halt zu einem eigenen Vampirroman. Und da ist dann halt meine erste Reihe auch tatsächlich draus geworden, weil ich fange ja dann nicht klein an mit einem Buch, sondern nein, das musste dann gleich eine fünfteilige Reihe werden. Nubila, ne? Nubila. Nubila, so Moment. Ja, Ja. das finde ich zum Beispiel auch ein total faszinierendes Thema, also so diese so Vampirgeschichten. Ich meine, man hört das oft, dass das dann so ein bisschen, sag ich mal, jetzt durch Twilight natürlich auserzählt wäre, aber ich zum Beispiel, ich finde das unglaublich faszinierend, muss ich sagen, also gerade so diese Vampir-Fantasy-Stories, da Ja. könnte man auch richtig viel, glaube ich, filmisch noch rausholen. Ja, also das wäre, wenn man nicht mehr aussuchen könnte, welches von meinen Büchern verfilmt wird, dann wäre das definitiv die Nubula-Reihe, weil ich glaube, dass das, aber klar, man bräuchte auch dementsprechend dann irgendwie die technischen Möglichkeiten, um die Fantasy-Elemente halt rauszuholen. Ne? Das geht natürlich auch nicht einfach so, sondern aber heutzutage ist da so viel möglich. Also das wäre so eigentlich mein größter Traum, doch, wenn das mal verfilmt werden könnte, das wäre schon toll. Ja. Aber ansonsten, also das erste war von Twilight inspiriert, aber sonst lasse ich mich sehr, sehr gerne auch von meinen Reisen inspirieren. Also ich war schon sehr viel unterwegs. Also bei meiner Barfußreihe sieht man das sehr deutlich. Die spielen fast alle in Ländern, wo ich schon gewesen bin. Also Barfuß im Regen spielt in Mexiko teilweise. Da habe ich ja, einen Schüleraustausch, war ich da. Dann spielt das nächste in Namibia, Barfuß im Sand. Da habe ich einen Monat ein Praktikum gemacht in meinem Pädagogikstudium. Das war auch ganz toll. Dann spielt eins in Schweden, da habe ich mal so einen Roadtrip durchgemacht. Dann hier Barfuß auf Wolken, das hattest du ja auch eingelesen. Da habe ich selber eine Wandertour in den Bergen gemacht. Und das hat mich so fasziniert, diese Weite von den Bergen. Das musste ich dann irgendwie auch unbedingt in so ein Buch mit einbringen. Eins spielt in Thailand, da war ich halt mal im Urlaub. Eins in Australien, da habe ich auch so eine fünfwöchige Reise durchgemacht. Also es ist sehr viel, dass ich mich in den Liebesromanen von Orten inspirieren lasse, wo ich selber gewesen bin. Also Du hast ja auch sehr definitiv. schöne Cover immer. Also die machen ja auch, Ja. die sind ja quasi ein Antrieb fürs Fernweh, wenn man die sieht. Ja. Ja. Australien. Dachte auch gerade so, Fernweh. Hör auf. Ja, das stimmt, ja. Ich hoffe mal, dass das bald alles wieder gut möglich ist. Immer mit dem Ja. Cabrio und den nackten Füßen durch die Landschaft. Genau. Ja. Cool. Ja. Okay, was habe ich hier noch für eine spannende Frage? Genau, kannst du auch von vornherein, wenn du an einem Buch arbeitest, konzentrierst du dich immer auf ein Projekt oder ein Thema oder, sag ich mal, kannst du auch ganz gut so switchen? Also es kommt vor, dass ich mit einem Buch anfange und dann kommt mir eine geniale Idee, manchmal über Nacht, und dann muss ich das zuerst schreiben. Also dann muss das andere, muss dann wirklich erstmal zurückstecken. Also das hatte ich vor ein paar Jahren ganz extrem. Da habe ich von einem lebendigen Schneemann geträumt. Und das ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Und ja, dadurch ist dann mein Schneezauberroman draus geworden. Den habe ich auch sehr, sehr schnell runtergeschrieben. Und den anderen Roman, den ich eigentlich angefangen habe, den habe ich halt wirklich erstmal zurückgestellt und habe den dann später irgendwann weitergeschrieben. Okay. Ja, also. Weißt du, wenn du anfängst, schon im Grunde, wie das Buch enden wird, wie die Geschichte ist, oder hangelst du dich mehr so, was würden die Figuren jetzt tun und entwickelst das so? Ja, also ich bin niemand, der plottet. Also ich versuche so ein grobes Muster zu haben, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir das alles vorher ganz genau überlege. Das kann ich nicht, sondern ich habe die Figuren im Kopf. Und bei mir ist das eher so, ich sage immer, ich habe das Gefühl, bei mir im Kopf läuft ein Film ab und ich schreibe mit. Ja, so läuft das bei mir im Grunde genommen ab. Also ich überlege mir das nicht vorher ganz genau. Und tatsächlich, in Barfuß auf Wolken, ich war mir nicht ganz sicher, welcher Charakter nachher noch lebt. Ich weiß nicht, ob du dich gut an die Geschichte erinnerst, Ja. aber es ist relativ dramatisch am Ende und ich wusste es vorher tatsächlich nicht. Ich habe mich von der Geschichte leiten lassen und es waren auch einige Leser unglücklich mit dem Ende. Es haben auch einige dann gesagt, sie fanden es nicht schön, dass es so geendet hat, aber das musste irgendwie, die Geschichte wollte das. Also ich konnte da gar nicht so viel kontrollieren, sondern irgendwann, so zum Ende hin, wusste ich, okay, so endet es.
Aber im Anfang hatte ich noch keine Ahnung. Das hört sich cool. Ja. Aber das, was du gerade gesagt hast mit dem, also sag ich mal, schon in Film im Kopf, also so Bilderkino, sage ich mal, das habe ich zum Beispiel auch immer, also jetzt auch bei dieser Hörbuchproduktion hatte ich das auch, dass man dann, wenn man das liest, das finde ich auch zum Beispiel total spannend einfach. Deswegen, es gibt so ein schönes Zitat zum Thema Lesen, das sage ich auch immer ganz gern, wenn wir schon mal so am Vorlesetag irgendwie dann so mit Kindern lesen. Lesen heißt durch fremde Hand träumen. Also man Ja. hat wirklich, also wirklich so, das ist eigentlich eines meiner Lieblingszitate. Weil diese Bilder, die man dann so, man wird wirklich auch ja, dazu angeregt, eigene Bilder zu entwickeln. Und als ich jetzt zum Beispiel hier Tausend Farben der Liebe gelesen habe, da hatte ich dann auch direkt so diese Szenen im Ja. Kopf, wo du vorhin ja auch gesagt hast, das ist wirklich auch eine sehr berührende Szene da im Regen. Und das ist natürlich auch eine sehr romantische Situation, aber dann, man hat dann direkt im Grund schon das Prasseln, so dass man den Hintergrund hört. Und oder auch diese Boxszene eben so, man hat dann direkt schon so. Dieses Setting, ne? Ja. Ja, also auch gerade als Nina das vorgelesen hatte, hatte ich auch absolut die Bilder im Kopf, wie die da mit dem Schirm da durch die Gegend gleiten. Also es ist schon schön. Und also wenn ich sag ja, wenn ich mir das anhöre, ist das so, als würden für mich die Personen lebendig werden. Also das ist vorher haben die nur in meinem Kopf existiert und dann, wenn ihr das vorlest, dann ist das wirklich so, als gäbe es die plötzlich richtig, also im wahren Leben, die Personen, die eigentlich nur in meinem Kopf drin sind. Ne? Das ist ein tolles Gefühl. Also ich finde das richtig schön mit Hörbüchern. Ja. Ja, da fragt gerade jemand, wie lange ich schon schreibe. Also ich habe damals, ich habe 2011, habe ich Nubila den ersten rausgebracht. Also ich gehörte tatsächlich zu den ersten Leuten, die damals in Deutschland überhaupt Self-Publishing gemacht haben, weil das fing ja zu der Zeit erst so richtig an mit Amazon KDP. Und da hatte ich aber auch Glück. Also das ist im Grunde genommen ist das besser, wenn man zu den Ersten gehört, als wenn man halt jetzt anfängt. Jetzt ist das erheblich schwieriger, da Fuß zu fassen. Und angefangen zu schreiben habe ich aber schon, ich glaube, 3 oder 4 Jahre davor. Also da, ja, ich habe halt am Anfang den klassischen Weg gemacht. Ich habe versucht, einen Verlag zu finden und das hat leider damals nicht geklappt. Wobei ich im Nachhinein froh bin, dass ich auch keinen kleinen Verlag gefunden habe, weil mir hat das Self-Publishing viel tausendmal mehr gebracht, als mir ein kleiner Verlag gebracht hätte. Also ich schließe nicht aus, mit einem großen Verlag zusammenzuarbeiten. Das könnte immer noch sein, dass ich das mal mache. Aber ja, mit einem kleinen Verlag, das ja, da habe ich einfach diese Freiheiten nicht, die ich beim Self-Publishing habe. Deswegen, wenn dann, ja, wenn ein gutes Angebot kommt, dann sehr gerne. Aber ansonsten bleibe ich erstmal beim Self-Publishing. Aber dein allererstes Buch hast du doch schon im Alter von 12 Jahren geschrieben. Das waren 60 Seiten lang, aber immerhin. Ja, das stimmt. Also ich habe als Kind schon sehr, sehr gerne Geschichten geschrieben, aber dann war das wirklich so über Abenteuer, die ich mit meinen Freundinnen erlebt habe. So in einem Roman war da zum Beispiel eine meiner Freundinnen, war dann so eine Art Weihnachtself, die hat aber nur Blödsinn irgendwie gemacht und hat dann dafür gesorgt, dass der Weihnachtsmann dann krank geworden ist und dann musste sie das alles erledigen und hat dann halt ihre Freunde dann zur Hilfe gerufen. Also gibt es ja auch ähnliche Filme. Ne? Im Grunde genommen war das jetzt keine ganz neue Idee, aber mir hat es halt Spaß gemacht, meine Freunde da so mit einzubauen in die Geschichten. Ne? Irgendwo muss man ja auch, sag ich mal, die Inspiration dann herbekommen, dann auch später zu sagen, so, das ist das jetzt, was ich machen will. Absolut, ja. Also bei mir kam das auch so ein bisschen, glaube ich, von meinem Papa, weil der uns tatsächlich, als wir klein waren, hat er uns selbst erfundene Gute-Nacht-Geschichten vorgetragen, sozusagen. Also wir haben ihm dann so Stichworte hingeworfen, wie zum Beispiel: Ah, heute will ich eine Geschichte mit einem Marienkäfer. Und mein Bruder hat gesagt: Ah, und ein Auto muss darin vorkommen. Und ich meinte: Ja, und eine Prinzessin und eine Banane. Ja, und dann hat er aus diesen Stichwörtern, hat er dann, ich glaube, der hat sich ein paar Minuten Zeit genommen, um sich das zu überlegen. Und dann hat er sich eine Geschichte dazu ausgedacht. Und ich fand das so toll. Also das hat mich so fasziniert, dass er das so spontan konnte. Das ist tatsächlich was ich nicht kann. Also so ganz so spontan funktioniert das bei mir dann doch nicht. Aber wer weiß, vielleicht wenn ich irgendwann Kinder habe, vielleicht kommt dann da auch die Inspiration, dass ich mir dann auch solche Gute-Nacht-Geschichten ausdenken kann. Ja, das ist wirklich so. Schön. Und ich glaube auch gerade, da sieht man, wie wichtig das ist, dass man halt gerade, wenn so Kinder quasi zur Familie gehören, dass man sich halt auch mit denen beschäftigt und auch eben viel liest, so, weil Ja. eben da natürlich total viel einfach passiert, auch für den weiteren Verlauf. Und im Grunde genommen war das ja vielleicht dann auch so der Hauptanstoß, dass du dann hinterher gesagt hast, da mache ich meine Leidenschaft zum Beruf. Und Ja. Nina, ist das bei dir? Wie bist du gestartet quasi in deine Schauspielkarriere, Sprecherkarriere. Also das
Die Schauspielkarriere war ja viel früher oder eine Entscheidung. Und das Hörspiel kam dann erst oder Hörbuch kam erst viel später. Ja, bei mir war der Weg auch sehr, also keine Ahnung, wusstest du schon ganz früh, dass du Schauspieler werden willst? Also ich irgendwie überhaupt nicht. Ich habe Abitur gemacht mit klassischem Gesang und mein Vater ist auch studierter Opernsänger, wurde dann aber Lehrer. Also zu Hause war Musik und irgendwie auf die Bühne gehen und Musik machen und sowas schon immer irgendwie ein Thema. Aber nach dem Abitur wusste ich nicht, also ich habe auch in so einer Theaterschule Schauspiel gemacht, aber ich hätte mir jetzt auch vorstellen können, Ärztin zu werden oder so. Und wusste irgendwie überhaupt nicht und habe dann erst mal rumprobiert und habe sogar, also ein Jahr Praktika gemacht fürs Fernsehen und habe dann angefangen zu studieren. Und die haben mich bei diesem Praktikum immer wieder vor die Kamera auch gestellt und dann habe ich mal ein Casting für eine Moderationssache mitgemacht und auf einmal bin ich dann über Nacht in eine Serie gerutscht. Das kann man anders nicht sagen, so. Also es war wirklich über Nacht das nimmt so viel Platz ein. Und dann habe ich 3 Jahre lang Serie gedreht und mein Studium abgebrochen und habe als Laie da mitgespielt. Und mir dann gedacht, verdammt, jetzt musst du eine Entscheidung treffen. Ich will das jetzt wirklich lernen, mir macht das Spaß, aber ich brauche jetzt mal Kritik, ich will besser werden und ich will vor allem andere Dinge drehen. Und habe das dann, bin da ausgestiegen und bin auf die Schauspielschule, dann auch nur auf eine private, weil ich schon 24 war. Und mir alle gesagt haben, für eine staatliche ist es zu spät. Ich weiß nicht, ob es wirklich so gewesen wäre, aber ich habe dann gedacht, ich muss jetzt anfangen, ich will keine Zeit mehr verlieren. Und dann war ich 3 Jahre auf der Schauspielschule und ab da lief es eigentlich immer gut. Also ich war dann ein paar freie Produktionen an der Neuköllner Oper in Berlin, ein bisschen gedreht auch. Und dann bin ich schon ins Krippstheater gekommen und da war ich jetzt 11 Jahre und wollte eigentlich immer richtig drehen und dachte mir so, ich bleib da 2 Jahre höchstens und dann drehe ich. Und dann wurden daraus irgendwie 11 und dann kam mein erstes Kind und dann blieb ich da, weil es natürlich auch mehr Sicherheit war, ein Festengagement zu haben. Und irgendwie lief mein Leben immer anders, als ich das vorher so dachte. Und auch also genau, mein erstes Hörbuch, also da bin ich reingekommen, weil bei dieser Geschichte an der Neuköllner Oper war die Frau vom Regisseur, war und Hörbuchregisseurin. Und die hat mir so eine erste kleine Rolle als eine Hexe in so einem Hörspiel gegeben und daraufhin dann auch mein erstes Hörbuch. Und wenn man dann schon irgendwie eine Referenz hat, dann nimmt das ja so viel leichter seinen Lauf. Schön. Aber die war so mein Türöffner. Ach cool, ist doch schön. Sabine Stipani, ich grüße Sie. Ja. Hier hat gerade noch jemand gefragt, was mehr Spaß macht, Theater oder TV-Produktion? Hast du beides jetzt schon gemacht, Nina, dann? Oder? Ja, also ich habe viel gedreht und ich Okay. habe halt 11 Jahre Theater gespielt, rauf und runter. Okay. Es ist wirklich eine sehr unterschiedliche Arbeit. Die kann man kaum miteinander vergleichen. Also beim Theater probst du halt 6 Wochen lang, um einen Abend chronologisch von vorne bis hinten durchzuerzählen. Du arbeitest an deiner Rolle und du probierst Dinge aus und musst das so stricken, dass es jeden Abend wiederholbar ist und der Zuschauer immer den Eindruck hat, dass wir das jetzt zum ersten Mal spielen und wir das zum ersten Mal erleben. Und die Wendepunkte und das muss alles genauso gestrickt sein. Und das ist eine sehr schöne Arbeit, das sich zu erarbeiten. Und dann spielst du halt teilweise im Krippstheater auch ein paar hundert Mal. Man spielt wirklich sehr, sehr oft. Und am Filmset kommst du zwar vorbereitet und in Kostüm und Maske am Set. Und dann spielst du eigentlich zum ersten Mal so richtig mit den Kollegen, wenn alles zusammenkommt. Hast ein paar Takes und die sind oft unchronologisch und musst viel warten. Da kann Patrick sicherlich auch noch mehr erzählen. Aber da ist es eine ganz andere Vorbereitung und viel mehr in dem Moment auf den Punkt und dann ist es aber auch abgehakt. So, du hast halt kein Publikum, sondern die Kamera. Es ist ein viel kleineres, detaillierteres oder feineres Spiel. Du musst nicht senden bis an die letzte Reihe. Von dem her, also ich mag diesen Schweiß und dieses, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt echt gearbeitet und dann gibt es Applaus und die Kinder, also wir haben auch für Kinder und Jugendliche gespielt, die sind ja auch ein sehr direktes, ehrliches Publikum und am Krippstheater sitzen sie auch sehr, sehr nah an uns dran. Da weiß man halt wirklich, was man getan hat. Und beim Film hat man manchmal das Gefühl, man wird fürs Warten bezahlt. Das kommt sich sehr auf die Größe der Rolle drauf an. Und es ist
Erst im Ende, wenn der Schnitt und alles zusammengekommen ist, sieht man, ob es funktioniert hat. Es ist so, weiß nicht, Patrick, sagst du da was dazu? Ja, also das ist dann echt, ja, eigentlich kann mich da nur anschließen. Also es ist halt wirklich nicht zu vergleichen. Ja. Also ich habe großen Respekt immer vor dem Theaterspiel und vor den. Hast du Theater gespielt? Entschuldigung, das weiß ich gar nicht. Ich habe schon mal, ja, also vergleichsweise sehr, sehr wenig. Das ist tatsächlich schon auch schon lange her. Das war eher so im Schulkontext tatsächlich. Ich fand das immer sehr bewundernswert, weil da eben natürlich da die Challenge auch eben drin besteht, wie schon gesagt, dass wirklich auch den oder die Zuschauerinnen in der letzten Reihe zu erreichen und jedes Mal eben diese Frische da auch wieder reinzubringen und eben das natürlich auch alles einfach hier oben drin zu haben. Also das ist einfach eine Herausforderung, die natürlich von einer ganz anderen Seite kommt. Und beim Film, das ist das, was mich da halt einfach so fasziniert und was auch der Grund war, warum ich halt angefangen habe, überhaupt diesen Beruf ja, mir zu erträumen oder das, sag ich mal, auch einfach werden zu wollen, weil ich jetzt schon früh als drei Käse hoch halt immer vom Kino fasziniert war. Also bei mir kam halt die Faszination wirklich auch immer von der filmischen Seite, von der Leinwand und von dieser Intimität, die da eben in diesem Spiel mit der Kamera auch ausgeht. Das ist gerade das, was mich eben so fasziniert, dass es halt im besten Fall Situationen oder Szenen sind, die genauso irgendwo gerade stattfinden könnten. Also dieser Realismus, den man da ja auch anstreben sollte in der Realisation jetzt eines Filmprojekts. Und deswegen ist bei mir halt die Liebe, die kommt von einer anderen Seite. Also ich finde Theater immer sehr bewundernswert, aber mir gibt das halt nicht so diesen Kick irgendwie, dieses Feeling. Es ist halt einfach so eine ganz individuelle Entscheidung. Aber ich bewundere Theater immer sehr. Ich finde das auch toll. Ich schaue das auch gerne und habe ja auch viele Freunde irgendwie, wo ich immer mitbekomme, was die alles so machen. Und bin dem jetzt auch von vornherein gar nicht abgeneigt. Aber das ist natürlich dann auch wieder so ein zeitlicher Faktor, in dem man dann sehr eingebunden ist. Das ist halt auch immer sehr, sehr bewundernswert, dass man halt wirklich dann auch sagt, so, das ist jetzt mein Baby für die nächsten Monate, ne? Ja, aber ich wollte ja auch Film machen. Ich kam genau aus der Ecke und war dann auch so, okay, die wollen mich jetzt im Ensemble, will ich das jetzt machen? Wie, 2 Jahresvertrag, so lang? Und dann hat es eben so eine Kraft und Faszination und halt so diesen Moment und die Connection mit dem Publikum und so, die so unmittelbar ist, dieser Zauber. Und das war halt auch ein tolles Haus so, aber der hat mich dann halt auch schon dazu gebracht, dass ich 11 Jahre geblieben bin so. Und dann habe ich auch versucht, nebenbei zu drehen, aber es ist dann eben schwer, die immer mit Sperrterminen und so weiter. Aber also ich verstehe beide Seiten total. Aber wenn man mal so richtig Theater gespürt hat, ja, ist das schon auch faszinierend. Ja, So, es ist halt dann leider weg. Es ist halt nur für diesen intimen kleinen Rahmen und dann ist es weg. So, meine Magic Moments sind im Äther irgendwo. das ist wirklich natürlich auch irgendwie ein tragischer Gedanke, finde ich fast schon, weil ich meine, ich kann das auch nachvollziehen, gerade beim Theaterspiel, wenn man da halt eben auch mit einem festen Ensemble arbeitet, mit den Leuten, man ist ja wirklich, das sind ja wirklich ja, im Grunde genommen Familienmitglieder dann schon, die man da mit der Zeit irgendwie gewinnt. Und so ist das halt, so fühlt sich das halt auch immer an bei einer Filmproduktion, die halt einfach über einen langen Zeitraum geht. Also ich erinnere mich da so an besondere Projekte, irgendwie mal in Italien zum Beispiel, wie man dann 6 Wochen irgendwie tagtäglich irgendwie mit einem Team irgendwie zusammen ist und dann halt auch so, ja, auch diese, man macht sich ja auch nackig, sage ich mal, wenn man spielt und man kann alles sehen, dann ist halt wirklich, ja, also da ist natürlich auch wirklich viel Intimität gegenüber den Menschen, die dort mit einem arbeiten, gegeben. Und das bindet sehr. Also da sind, ich weiß nicht, wie das Total. bei dir ist. Ich meine, ich finde ist ja auch ein toller Vertrauensbeweis, wenn man da, wie du jetzt schon 11 Jahre dann in einem Ensemble zusammenarbeitet. Das ist ja Wahnsinn. Also das finde ich ganz toll. Aber ne, da fließen natürlich auch Tränen, wenn man dann Tschüss sagt irgendwann. Also wie gesagt, jetzt beim Dreh irgendwie nach 6 Wochen, eigentlich habe ich Rotz und Wasser geheult, weil ich wusste, man in der kommt Voll. jetzt einfach nicht mehr wieder. Also es ist mir auch Ja. jemand, also wenn es dann sehr emotional wird, dann bin ich dann auch mal, dann kann ich auch schon mal zeigen, so. Patrick, apropos nackig machen, mir kam gerade die Frage, wie schwierig das für euch ist, Liebesszenen zu spielen oder auch zu sprechen. Das finde ich auch spannend. Erzählt doch mal. Sag du mal, Nina. Ja, also ich kann mich noch erinnern, als ich meine erste
Kuss, Sex, so Szene vorlesen musste beim Hörbuch und nur so der Tontechniker, der mir zuhört. Und also das war schon, ich kam mir so ein bisschen doof vor. Also es war ja beim ersten Mal definitiv eine Überwindung. Ja. Jetzt habe ich das nur schon einige Male gemacht, dann wird man ja auch ein bisschen professioneller. Klingt jetzt auch komisch, aber Abgebrühter. nee, ich kann das mittlerweile besser Ja. abstrahieren und mag das eigentlich ganz gerne, wenn es gut geschrieben ist. Also Ja. ich finde es ja auch einfach definitiv eine Herausforderung, abwechslungsreiche, gute Liebesszenen, Sexszenen zu schreiben. Und ich fand es nur lustig, auch beim Hörspiel stand ich dann auch mal in der Kabine und habe den Kollegen live auf dem Ohr gehört, aber wir haben uns nicht gesehen, wir haben nach vorne geguckt und beide so und mussten uns küssen. Und dann stehst du halt da natürlich und küsst deinen Handrücken und säuselst dir ins Ohr, das ist schon auch sehr witzig. Am Set oder auf der Bühne natürlich Liebesszenen zu spielen, ist dann natürlich nochmal anders, weil es körperlich und da ist dann wirklich jemand und man muss es nicht nur für die Ohren inszenieren. Das ist ja wieder ein Thema für sich. Also das kann, braucht auch viel Vertrauen und es kann total schön sein. Es kann auch unangenehm sein und dann macht man es aber trotzdem. Und in dem Moment in der Rolle ist es dann aber auch okay, weil du bist in der Rolle, macht es ja dann hoffentlich Sinn. Ist ja ein Job, ne? Irgendwie. Ja. Ja. Ja, aber ich kann das, also bei mir ist das irgendwie vom Gefühl her genauso. Also jetzt sage ich mal beim Sprechen, ich glaube, bei diesem Hörbuch bin ich auch ein paar Mal rot geworden. Nein, Quatsch. Ja, und, Bin gespannt, ich werde es mir nee, Quatsch. Also tatsächlich jetzt bei mir, wo ich halt einfach sage, das war schon natürlich irgendwie ein bisschen krass, aber jetzt bei Dreharbeiten einfach, ich weiß noch, meine erste Kussszene, die war, das war, glaube ich, da war ich 14 oder 14, glaube ich, 14, 15, 2008 war das, das war bei so einer Telenovela. Und da weiß ich, da war ich super aufgeregt halt einfach, weil man denkt sich so, okay, wie ist das jetzt? Man kennt, vor allem ich kannte die Kollegin, sowieso mit die macht das 14, vorher. das ist ja. Ja, ich so, oh, krass, okay, da war ich schon wirklich sehr, sehr aufgeregt. Und dann irgendwie, aber in dem Moment weiß ich noch, also es ist eigentlich immer, wenn irgendwelche aufregenden Dinge passieren, gerade beim Dreh, dann merkt man auf einmal fängt das Herz irgendwie an zu rasen und das läuft wirklich wie so ein V12-Motor, richtig zack, 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 so. Aber dann plötzlich, Adrenalin. dann läuft auf einmal alles. Also dann, wenn genau der Moment ist irgendwie, dann wird man, also bei mir ist das so, als würde so ein Adrenalin-Ausschuss geben und auf einmal bin ich so richtig die Ruhe selbst. Das finde ich, das ist auch mittlerweile was, worauf ich mich echt verlassen kann, dass so dieses Lampenfieber und diese Aufregung, die man dann doch schon mal hat, irgendwie bei großen Momenten, dass die sich dann wieder beruhigt. Gerade bei eben so einer krassen Situation, das war schon sehr aufregend. Ich habe auch da schon die eine oder andere Erfahrung gehabt, also gerade bei Filmküssen, es gab wirklich auch mal Erfahrungen, auf die ich lieber verzichtet, ganz ehrlich, aber die war dann, aber es war eigentlich in den meisten Fällen wirklich auch eigentlich, ja, irgendwie in der Situation, das hat irgendwie gepasst einfach und das war so, wie die Story war und das war auch emotional und schön irgendwie. Also das kann ich nicht anders sagen. Ja. Schön, ja. Ja, also bei mir selber beim Schreiben war es auch am Anfang, fiel mir das echt schwer, solche Szenen zu schreiben. Also in meinen Vampirromanen wird auch noch viel ausgeblendet. Also da habe ich das eher so angerissen, das ganze Thema. Aber man wird ja auch ein bisschen mutiger mit der Zeit. Und ich habe sehr gutes Feedback bekommen für die Szenen. Und deswegen habe ich dann nachher auch gedacht, ach ja, wenn die Leute das gerne lesen, warum eigentlich nicht? Also und dementsprechend, ja, musst ihr da jetzt auch durch beim Lesen. Knistern gehört doch dazu. Genau. Sehr romantisch. Klar. Ja, gibt es sonst noch irgendwelche Fragen von unseren Zuschauern? Weil sonst ist es ja jetzt auch schon recht fortgeschritten von der Uhrzeit her. Oh wow, 1,5 Stunden, Ja, Leute, wir das sind ist schon eine Weile ja dabei, genau. wie im Fluge verging die Zeit. Also vielen Ja. Dank für dieses tolle Feedback, was hier. Für uns, keiner hört mehr zu. Wir quatschen für uns, ist so nett. Ja. Nee, ein paar sind schon noch da und zwischendurch sind, glaube ich, auch mal welche wieder gekommen und wieder gegangen, insofern. Aber ja, also genau, hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, das ganze Gespräch. Lisa schreibt, jetzt stelle ich mir Hannah in der Bahn vor, wie sie eine Liebesszene schreibt. Das ist ja natürlich auch vorgekommen. Ja. Deswegen hatte ich ja immer irgendwas in den Ohren, damit ich mich darauf konzentrieren konnte, dass ich in der Geschichte bleibe und nicht mich von den äußeren Einflüssen so sehr ablenken lasse.
Oder Das fragt ist jemand, ja cool. ob wir nochmal Projekte zusammen machen würden. Also auf jeden Fall, definitiv. Jetzt hörst du erst mal an. Aber ich habe ja schon reingehört und das klang Na schon ganz gut. toll. Also auch das, was du gerade vorgelesen hast, das fand ich auch super. Schön, danke. Ja, bin ich auch sehr gespannt. Ich kann noch gar nicht mehr hören als dieses Hörbeispiel. Hast du Aha. schon was bekommen, Patrick? Ein Download-Link oder so? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob da jetzt schon was gekommen war. Ansonsten, ich habe eh tatsächlich, bin fleißiger Amazon-Kunde, von daher bin ich da sowieso immer am Start. Da fragt noch jemand, wie lange ihr gebraucht habt, um das Hörbuch einzusprechen. Wie lange hat das gedauert? Ich auch 3 Tage und du 3 Tage, glaube ich, ne? Genau, ja. Oh ja, das ging ja recht Sechs flott. Stunden. Wow, Ja. toll. Und ich habe da wochenlang dran geschrieben. Wie unfair. Ja, ne? Ja. Du hast Das ja denke ein ich, aber wunderbares manchmal Vorlage. wirklich. Du musst Ja, ja gar nicht. wenn ich selber da monatelang für brauche, bis dieses Buch fertig ist und die Leser mir dann das innerhalb von einem Tag manchmal durchlesen, ne? Wo ich dann wirklich denke, hallo, das kann doch nicht sein. Ich brauche da so eine Ewigkeit für und ihr seid in einem Tag damit durch. Ja, das ist echt fies, ja. Mimi schreibt gerade, sie hat schon die Hälfte durchgehört. Wie auch immer sie das in der kurzen Zeit weg, aber Wenn ich finde es toll. Also das freut uns. toll. Wenn sie Dankeschön. heute Morgen schon angefangen hat, ja. Das sind dann Schön. die ganz fleißigen Zuhörer. Finde ich cool. Ganz genau. Ja. Ja, super. Dann würde ich sagen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Also mir hat das riesig viel Spaß gemacht. Mir auch, ja. Schön, dass du noch Ich auch. dazugekommen bist, Nina. Das ist auch toll. Ich auch. Klasse. Gerne, danke für die Einladung. Du hast vorhin so toll gelesen, das hätte ich gar nicht mitbekommen. Ja, ich Ein guter dachte, wir wussten ja nicht, ob du kommst. Deswegen hatten wir uns da halt erstmal schon darauf vorbereitet, dass wir das einfach mal versuchen. Und ich finde auch, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Großen Spaß gemacht, wirklich. Ja. Eine schöne Idee, so im Dialog zu lesen. Das könnten wir jetzt noch spontan nochmal machen. Es kann auch Könntet ihr wirklich wirklich? funktionieren. Dann auch wieder, ne? Irgendwie diese, das fand ich auch eine tolle Idee von dir, Hanna. Ja. 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 Na schön. Ja, also dann sage ich nochmal an alle, die jetzt so dabei sind, dabei waren und es sich vielleicht nachher nochmal anschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr Lust habt, 1000 Farben der Liebe ab sofort bei Audible zu hören. Genau. Freuen uns auf euch als Sag's Zuhörer nochmal. und Zuhörerinnen und ja, genau, und auch euer Feedback natürlich, also wie es euch gefällt. Genau. Also Taschenbuch könnt ihr auch wirklich bei mir selber bestellen, wenn ihr ein signiertes haben möchtet. Das geht auch. Aber ansonsten hört euch das Hörbuch an. Das ist sowieso viel besser. Schön. Schön, danke. Hat mir viel Spaß gemacht. Das ist schön. Danke, Sigrid. Habt alle einen schönen Abend. Vielen Dank für Genau. die Alles Einladung und Gute. ich hoffe, wir hören und sehen uns so auch mal wieder. Sehr, Ja. sehr gerne. Würde mich total freuen. Genau, dann Hoffe für habt eine mich sichere Zeit, vor allem jetzt noch in dieser Pandemie und genau, bleibt gesund und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wieder hören, wiedersehen. Genau. Schönen Abend noch. Tschüss. Danke euch. Tschüss. Ciao, macht's gut. Ciao, ciao. Danke an euch Zuschauer auch. Tschüss. Ciao.